Süchtig, Folge 33, mit mir im Studio, mein Bruder im Herzen, John Cook. Tachchen Hagen. Na John? Na? Ich bin ganz stolz, ich war heute vor dir hier. Ich will es mal ganz kurz betonen. I'm fucking believable. Oder? Ja, kann man mal betonen. Kann man mal betonen. Du hast dich rasiert, das ist eine optische Änderung, die ich erkenne. Das hast du sehr gut erkannt. Erzähl doch mal, ob das ob's wehgetan hat. Ob das aus deinem Herzen kam oder was da passiert ist. Tatsächlich hat meine Freundin zu mir gesagt, ich soll mich wieder rasieren. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ist ein Grund, aber, den man kennt. Ja, eigentlich soll es nur ein bisschen kürzer sein, aber ich war dann ein bisschen faul auch und habe dann gedacht, scheiß drauf. Du siehst auf jeden Fall gleich wieder 10 Jahre jünger aus. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde, aber es ist okay. Ja. Auch ein bisschen fresher. Ach, danke schön, das finde ich gut. Vielen Dank. Naja, schön dich zu sehen. Wir haben uns eine Woche nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ja, wir haben uns recht lange nicht gesehen. Du siehst auch glücklich aus, eigentlich. Kamst du ja auch rein, relativ präsent. Ja, doch. Ja, naja, weil ich mich freue, hier zu sein. Soll ich jetzt meine Befindlichkeit machen? Erzähl uns doch mal von deiner Woche, Hagen. Also in der Woche ist gar nicht so viel jetzt passiert. Es ist so, dass ich habe immer schon mal über Träume geredet. Ich träume einfach sehr viel und das sind halt Träume, die natürlich mit meiner Situation zusammenhängen so. Und gestern, also diese Nacht habe ich geträumt, also meine Familie ist in einem Ferienlager, die sind schon da. Nehmen wir mal was, wir sind zusammen hingefahren, also meine Ex-Partnerin und mein Sohn und meine Tochter und ich habe sie hingefahren, aber ich musste noch mal was holen und bin noch mal weggefahren. Und das war quasi dieses Intro des Traums und ich kam aber den ganzen Traum nicht mehr zu denen zurück. Okay. Ja, das ist ja quasi direkter Spiegel meiner Situation. Und das ist aber furchtbar, weil du in dem Traum warten die, melden sich auch und man, das Auto geht kaputt und also da passiert so ein ganz weirdes. Also es gab auch immer Gründe, warum. Ja, klar. Also das hätte auch sein können, dass du einfach ewig fährst und du kommst nie an. Also das ist auch ein guter Albtraum. Ja, aber nee, das ist immer was passiert und ihr da draußen wisst ja alle, was meine Situation ist und das ist natürlich anstrengend. Ja, klar. Also wachst auf und denkst, boah, also die letzten Tage träume ich konstant. Ist der Kern immer diese Distanz. Dann sitzt du halt am Tag da und ich versuche ja auch einen neuen Zugang mit der Situation zu finden. Ich meine, wir reden hier seit Monaten darüber, dass mich das belastet und aber das ist gar nicht so einfach. Ja, ich bin jetzt auch nicht, bin jetzt nicht aufgewacht und hab geweint. Also man ist jetzt auch nicht immer total im Selbstmitleid und weint, betrauert das, was aber natürlich auch in Ordnung ist, das zu tun, aber ich versuche halt mich damit auseinanderzusetzen. Versuche ein Lied zu schreiben, was auch nicht so einfach ist, die richtigen Wörter zu finden oder die richtigen assoziativen Wörter. Es kann ja auch sein, dass man das umschreibt und dann andere Bilder findet. Das ist anstrengend. Dann hatte ich ein bisschen Hals und Halsschmerzen und höre mich vielleicht auch ein bisschen anders an als sonst. Meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ja, hatte Hals und Kopfschmerzen und sowas. Und das macht einen ja, das führt ja auch nicht dazu, dass man sich richtig gut fühlt. wenn man Kopfschmerzen hat und alles einem so. Man ein bisschen leidet. Aber das haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen, dass wenn man krank ist, dass das für mich auch nicht unkompliziert ist. So. Ja, sonst hat man ja Krankheit auch immer wegkonsumiert. Ne? Ich weiß noch, immer wenn ich Schnupfen oder so, konnte man ja einfach wegkonsumieren. Ja, war man 3 Tage wach und dann war es zwar nicht besser mit der Nase unbedingt, aber Kopfschmerzen waren, wobei. Ich hatte immer den Eindruck, dass man sozusagen diese ganzen Bakterien oder Viren einfach abtötet mit der Droge. Das hatte ich auch den Eindruck. Kann das sein überhaupt? Weiß ich nicht. Aber ich hatte das auch. Ich hatte sogar einmal Fieber. Gott, das weiß ich noch, das war so. Ich hatte richtig krass Fieber und ich war mit Marco und Tanja unterwegs. Meine Kamerafrau, mein Regieassistent und wir mussten noch irgendwie an einem Konzept arbeiten, eine Auflösung machen, nennt sich das, wenn man sich überlegt, wo steht die Kamera und so, ne? Also man löst den Film auf in einzelne Einstellungen so. Und ich lag hinten mit Schweiß gebadet im Auto, die sind gefahren und die wussten auch, dass ich konsumiere und so. Und die vielleicht nicht, wie schlimm es war, aber ich habe dann gesagt, Tanja, du musst mir 50 Euro borgen, ich brauche meine Medizin. Okay. Ohne Scheiß. Okay, schön. Ich habe das sogar, also das war der Satz. Und die so, muss das sein und so. Das ist ja schrecklich. Und ich habe halt gesagt, ja, aber ihr wollt doch, dass ich jetzt irgendwie mitarbeite. Mir geht's so schlecht. Also anstatt
zu sagen, ich kann jetzt nicht oder ich leg mich mal hin, also eine Medizin, brauche ich Kokain, ja. Ja. Naja, deswegen, aber ich habe das auch gedacht, also genau, man kann die Krankheit wegkonsumieren. Ja. Wohl wissend, dass man ja 3 Tage wach ist, man sich danach auch nicht richtig gut fühlt. Nee, danach fühlt sich nicht gut, das ist ja klar. Aber so ansonsten bin ich, ja, in der Wellenbewegung der Genesung, wie immer. Das kann man es gibt gute Tage, schlechte Tage, ja, keine Ahnung, jetzt kommt der Sommer, mal schauen, so vielleicht. Ja. Manchmal denke ich, ich spreche es jetzt mal aus, ne? Oh. Nee, wird nicht schlimm, aber es ist jetzt richtig bescheuert, aber wir sind ja hier Transparenz. Manchmal denke ich, es wäre am einfachsten wäre es, wenn ich mich neu verliebe. Ja. Also so ein Short Way Out. Aber das ist ja auch Quatsch. Also ich weiß nicht, wenn man es forciert, ist es Quatsch, aber ansonsten wäre es wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht. Ja. Aber das ist, ja, es ist so ein dummer Gedanke. Ja. Weil das ist eine Hoffnung wahrscheinlich auch. Weil das alles so wehtut. So, weil es alles wehtut und ich ja noch ganz viel Liebe in mich spüre, die keinen Empfänger mehr findet. Und dann habe ich manchmal diesen Gedanken, ach, wäre doch was. Dann wäre das vielleicht weg. Aber ist natürlich bescheuert. Also ich meine es nicht ernst. Aber ich dachte nach meiner Trennung mal, ich kann mich nie wieder richtig verlieben. Tja, das denke ich im Moment auch, ehrlich gesagt. Ja, genau, das kenne ich. Ja. Ja, das ist so ein dummer Gedanke, der mir manchmal kommt. So, wenn ich so alleine draußen die Straße lang laufe und nicht weiter weiß, dann denke ich, ach, ja, wieso, Mrs. Perfect könnte doch jetzt um die Ecke kommen. Aber das hört sich doch an, wie so ein erster Schritt der Verarbeitung schon. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eher Verdrängung. Ja. Also ich. Aber es steht ja total konträr zu dem, ich kann mich nie wieder verlieben. Ist ja bei dir eine Hoffnung oder ein Wunsch, ich würde mich eigentlich gern wieder verlieben. Oder ist es rein praktisch gedacht wegen Funktion? Ich glaube, es ist Funktion. Ja, okay. Ich glaube, es, also natürlich ist da auch an der anderen Sache was dran. Aber ist auch ein bisschen so, den Schmerz nicht mehr zu spüren, ne? Ja, okay. Und da ich ja nicht konsumiere, um das zu verlieren. Und manche Dinge, die ich tue, Musik machen, malen, Menschen treffen, helfen einfach nicht. Und ich muss ihn wahrscheinlich einfach noch aushalten. Mal gucken, wie lange noch. Ja? Jetzt ist es schon ein Jahr. Krass, ne? Die Trennung ist ein Jahr her. Also in 11 Tagen bei mir. Also mein Rückfall war ja auch überschneidet sich ja direkt proportional mit dem Trennungsdatum. Das war der letzte Konsum und auch das Ende der Beziehung. Ja. Naja, und du so? Oh Gott, und am traurigsten Punkt ist Junge, na gut, das ist klar. Nein, alles gut. Also ich bin okay mit meiner Befindlichkeit. Aber so fühle ich mich gerade. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Schiss heute vor der Befindlichkeit, weil ich nicht wieder zum 100. Mal das Gleiche sagen wollte. Aber ich habe, glaube ich, gute Wörter gefunden, ja, um das zu beschreiben. Ja. Ich finde, es wird auch immer komplizierter mit der Befindlichkeit, weil ja nicht immer so viel passiert. Ja, absolut. Haben wir ja jetzt auch schon gemerkt. Ja, ja. Also so, mir geht's insgesamt ganz gut. Und ich habe gemerkt, dass das so Zeichnen mir einfach wahnsinnig gut tut. So, das mache ich jetzt immer mehr. Habe ich gesehen, Zeit. Ja. Toll. Das macht mir total Bock. Hast du gesehen, ich habe John Schreibt ausgetauscht als Story-Highlight? Nee, habe ich nicht gesehen. Du hast doch ein John Schreibt-Logo kreiert. Ach so, das hast du gemacht? Ja, ich habe das als die Story-Highlights haben doch auch so Bilder. Das ist ja cool. Und das unser Logo mit, also hast du super gemacht und vielen Dank. Ich verfolge das natürlich sehr sehr engmaschig. Ja, du bist krass gut. Und was mir auch sehr gut tut, habe ich gemerkt, ist Kochen. So, und vor allem dieser ganze Genussprozess von der Planung bis hin zum Einkaufen und dann das Kochen und dann das Genießen, das ist was ich, also das steht auch wieder so im Gegensatz zum als Gegenspieler zum Kokain, wo man das ja überhaupt nicht kann. Das ist ja gar kein, der ganze Genuss vom Essen und so, der fällt ja komplett weg. Und total also, auf Zero. Also komplett. Also und, ja, mehr als Zero geht nicht. Total. Oder? Und das habe ich auch gemerkt, dass das echt was ist, was mir viel bringt und was mir auch Freude macht und was ich immer gerne tue. Und das war noch so, ich habe gestern meine Tochter von der Schule abgeholt. Liebe Grüße. Und liebe Grüße an meine Kleine. Und das war so krass schön, weil irgendwie, da habe ich auch so, vor allem jetzt heute nochmal gedacht, wie toll es ist, wie fantastisch die Welt für Kinder ist. Ja. So wie die dann einfach da, ich hole sie ab und sie kommt auf mich zugerannt und springt mir in die Arme und da und dann irgendwie dann standen wir am Zaun und hat sie so am Zaun sich so festgekrallt und ist da so lang geschwungen und hatte so krass viel Spaß. Mhm. Und irgendwie da war es nochmal so, ja, habe ich gemerkt, wie schade es eigentlich ist, dass Erwachsenen dieses Fantastische fehlt. So, und ich weiß gar nicht, ob das
gezwungenermaßen immer so ist im Leben, weil es gibt ja diesen Ernst des Lebens, ist ja auch klar, so dass es den gibt und man hat ja auch Verantwortung. Aber muss es so sein, dass einem dieses Fantastische fehlt? Also kann man nicht irgendwie mehr kindlich genießen, so ganz rein genießen? Tja, das finde ich irgendwie total. Das ist eine schöne Frage. Also ja, da gibt es ja auch keine Antwort, aber. Ich versuche tatsächlich, wenn ich mit denen zusammen bin, also meine Tochter ist jetzt schon ein bisschen älter, aber auch da gibt es noch fantastische Momente, selbstverständlich. Aber ich habe es auch, als die noch kleiner waren, auch mit meinem Sohn. Ich versuche das, wenn ich mit denen zusammen bin, und das ist ja sehr wenig Zeit im Moment, das zurückzuholen, oder auch vorher, als ich noch mit, als wir täglich zusammen waren, versuche mir diese fantastischen Dinge zurückzuholen, weil das was ist, was meine Eltern gar nicht gemacht haben, zum Beispiel. Also das hat ja auch was mit, da gehört ja auch Augenhöhe dazu. Ja. Also ne, mit den Kindern auf Augenhöhe zu sein, bedeutet ja auch, die fantastischen Dinge mit ihnen zusammen wieder zu sehen. Also so nehme ich das wahr. Ja. Und das versuche ich sehr stark. Und das, ich habe ja auch sehr vieles Kindliche in mir, das wirst du bestätigen können. Du übrigens auch. Wir sind beide sehr, sehr albern. Aber ja, also ich weiß, was du meinst, und versuche so viel wie möglich auch das zu sehen, was sie sehen. Ja, ja. Das ist ein guter Ansatz. Und wenn das ein toller Stein ist. Also ich kann da mitmachen. Ja. Und den Stein dann total toll finden und besonders. Ja, das ist gut. Was ich aus meiner Kindheit gar nicht kannte und mir geschworen habe, das anders zu machen. Ne? Das ist ein gutes Vorhaben. Ja. Sehr schön. Ja, das finde ich aber gut, dass du das sagst. Denn wenn man sich darauf konzentriert, dann ist das alles so unfassbar, was die. Die haben ja auch so einen Vorteil, ne? Die sind ja auch immer im Hier und Jetzt. Ja, ja, genau. Die können halt so. Das ist ja so, das ist ja der Wahnsinn. Also, ja, das ist immer, die sind halt komplett im Moment und ist wunderschön. Ja, das ist wirklich wunderschön. Judy, wollen wir Gast reinholen? Please. So, genau, dann will ich Quabe begrüßen, Quabe 65. Tag, ich an mein Bester. Ja, grüßt euch, ne? So, du hast uns kontaktiert und wolltest gerne hier mit uns sitzen. Kannst du vielleicht kurz erläutern, was dich dazu getrieben hat? Ich wollte unbedingt auf die Couch. Jetzt ist es wirklich, jetzt sitze ich wirklich auf der Couch tatsächlich. Ich wusste nicht, dass ihr, ist es immer, gibt ihr euren Gästen immer so die Komfort? Unsere Gäste sitzen auf der Couch, also ein bisschen therapietechnisch. Das stimmt, ja. Ja, nice. Ja, mir wurde der Podcast sogar nahegebracht von einer Person, die mir sehr nahe steht, und die hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich angefangen, erste Staffel, zweite Staffel zu hören, und ja, man erkennt sich halt oft wieder so, und bei mir ist es halt so, dass ich mache ja Musik halt, und in der Bubble gibt's halt extremst viele Konsumenten so, und auch viele Jüngere vor allem, und die halt, ja, das habe ich so, das ähnliche Ziel wie ihr halt auch sozusagen, ey, so, wenn ihr noch die Notbremse ziehen könnt, so, dann macht das so, weil ja, irgendwann ist halt wirklich einfach Riesenkrise so. Ja. Du bist Rapper, wa? Genau. Dann würde ich erstmal ganz fragen, Tupac oder Biggie? Ganz klar Tupac. Also. Ganz klar Tupac? Ganz klar. Okay. Ganz klar. Ja, okay. Weiß nicht. Bei dir, gut. Weiß ich jetzt nicht. Nee, doch. Ganz klar. Das alte East Coast, West Coast Thema? Nee, das nicht. Aber das, nee, war das nicht das? Das ist einfach ein wichtiges Thema. Okay. Sehr, sehr wichtiges Thema. Aber Biggie hat ja auch seine Lieder, er hat ja sein Image plus seine Lieder geklaut. Das ist ja erwiesen von irgendeinem Südstaaten- ja. Rapper, das ist wirklich so. Also Juicy, ja, ja. Ich glaube Juicy ist es sogar, den Song hat er 1:1. Okay, sehr schade. Für die nicht wissen, wer Biggie ist, ich glaube, ihr seid von Notorious B.I.G., richtig? Exactly. Oh. Ja, genau. Ja. Ja, kannst du genau mal ganz kurz, also genau, du machst Musik, und seit wann bist du in Berlin hier geboren und hier groß geworden? Oder? Ja, ich bin geboren in Hamburg und mit anderthalb oder so kurz vor meinem zweiten Lebensjahr nach Berlin gekommen. Seitdem hier gestrandet und ja, hab dann irgendwann auch so mit, ich bin 85er Jahrgang und hab dann auch so mit 17, 18 irgendwie durch einen anderen Freund aus meiner Schule angefangen Mucke zu machen oder eigentlich eher auf Spaßbasis Texte zu schreiben und zu freestylen und so weiter. Und zwei Kumpels besser gesagt, Sterbi und Keith. Und ja, so dann irgendwann angefangen Musikvideos zu drehen und zu schneiden und Director zu sein. Okay, da kannst du die Haken ja drin wieder finden.
Ja, deswegen habe ich mich halt, ne, irgendwo immer zwischen euch beiden so immer so wiedergefunden, so ja, in den Geschichten. Und dann hat es auch zeitnah angefangen, so mit dem Konsumieren. Wie alt warst du da? 22. Als, ach, recht spät. Reden wir dort gleich. Ja. Von welcher Droge war das? Na, mit 14, 15 kiffen erstmal. Mhm. Und dann, ja, mit 22, also vielleicht schon ein bisschen früher, mit 20 oder so, das erste Mal was gezogen, glaube ich, ungefähr so. Und aber für mich war das früher so immer so, so jeder, der Koks ist, halt ein, so habe ich einfach nicht ernst genommen, so eine Leute und so, ist gar halt so. Ja, ist interessant, also frage ich nochmal nach, in der Bubble oder die Peer Group, wieso war das eklig, Leute, die geballert haben, Entschuldigung, die, ja, oh Gott, Leute, die Kokain konsumiert haben, wieso war das nicht für dich abschreckend? Das war halt so eher Elektro so. Also Hip-Hop war halt einfach damals so Snoop Dogg, dies, das, diese ganze West Coast Film, mit dem ich aufgewachsen bin, so, da war halt Kiffen das, was propagiert worden ist. Im Nachhinein habe ich auch festgestellt, dass sehr viele damals auch schon Ecstasy und so genommen haben, aber das wurde halt nicht nach außen kommuniziert so wirklich. Es passte quasi nicht in die Szene auch, oder? Es war halt einfach so, ich kannte halt nur Leute, die so chemische Drogen genommen haben, die halt einfach nicht in meiner Umgebung waren, sag ich mal so. Also, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als mein Bruder einfach gesagt hat, wie ich dachte mal, Leute kiffen nur im Hip-Hop. So, weil ich auf irgendwelchen Tracks kam dann auch Pillen vor und ich dachte so, hä? So überhaupt nicht was, das ist ja gar nicht cool. Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, so dieses Gefühl, dass es einfach nicht passt. So, weil so Basketball, Hip-Hop, Kiffen. Das war, nochmal kurz beim Cannabis mit 13, 14, 15 hast du gesagt, war das denn auch gleich viel? Boah, nee, glaube ich nicht. Ich habe irgendwann mal gekifft, so. Also, das weißt du noch, das erste Mal, da ist nicht allzu viel passiert. Wie bei John. Ja. Fand ich nicht so spektakulär, habe ich dann auch nicht verstanden. Dann weiß ich, haben wir irgendwann mal so einen Tee getrunken irgendwie. Da konntest du mal, damals konnte man noch so, ich weiß gar nicht, wie es hieß, so einen Samen oder sowas konnte man irgendwie kaufen, sogar noch. Und die hat der Kollege dann angemischt. Davon hatte ich so das erste Mal so ein bisschen Trips, sage ich mal so. Ja. Und dann irgendwann mit 15, 16 so. Ich glaube, ich bin halt mit 14 ausgezogen von zu Hause, kurz vor meinem 15. Lebensjahr. Und ich glaube, dass das dann so halt, ne, verdrängen einfach. Und da ist ja alles lustig und macht Spaß. Und dann denkst du halt nicht darüber nach, wie scheiße eigentlich deine Situation gerade ist. Ja. Genau. Und dann war halt Kiffen irgendwie immer so mit am Start. So. Ich habe noch eine kurze Geschichte zu Gras. Fällt mir gerade ein, weil ich musste auch gerade daran denken, da bin ich völlig verdrängt. Ich habe auch mit 13, 14 angefangen, Cannabis zu rauchen. Bei mir war tatsächlich so, dass ich beim ersten Mal sehr viel gespürt habe. Ah, echt? Okay. Ja, ja. Also dieses komplette, wie auf Wolken laufen und natürlich und lachen. Aber die Geschichte, die mir gerade einfällt, zum ersten Mal, seitdem wir die Sendung machen, ich kannte noch niemanden oder mein Freundeskreis, es war sehr schwer, ich habe ja da noch in Hoppegarten, Neuenhagen gewohnt, im Speckgürtel von Berlin, und da gab es kein Supply, also richtig. Und irgendjemand kannte aber ein Café in Berlin. Also später kannte man dann auch die Jungs auf dem Dorf, ne? Aber wir sind dann mit 14 in dieses Café in Berlin und da musste man bestimmte Sachen bestellen, in einer bestimmten Reihenfolge. Ja, wirklich? Und dann war klar, warum wir eigentlich hier sind. Das ist quasi der Betreiber von dem Café, das hat quasi dort Gras verkauft und auch ein normales Café betrieben. Aber wenn man den Eistee bestellt hat mit dem Buttercroissant und eine Streuselschnecke, dann war klar, und dann musste, dann gab es so einen Blickkontakt oder irgendwie noch ein geheimes Zeichen und dann konnte man an den Tresen gehen und dann fand die Übergabe statt. Also wie in einem Film. Wirklich, ohne Scheiß, das denke ich mir nicht aus. Und ich weiß noch, wie unglaublich anstrengend ich das fand, da zu sitzen eine halbe Stunde, weil ich wollte ja jetzt das Zeug haben. Ja, das war damals schon auch mit, also ich war nie jemand, der da wenig, es musste wenn, dann jetzt sofort und knallen und ne, so ein Typ bin ich und kann man nicht die ganze Zeit Eistee trinken, Buttercroissant und ich wusste das ja alles, wir mussten das dann ja das Essen dort auch konsumieren und das war, fand ich unglaublich anstrengend, nochmal als kurzes Interlude, wie ich mit 14 Gras gekauft habe. Aber das war tatsächlich eine Zeit lang kennst du Standard, das so ein bisschen, so, dass das so, es gab in Wedding mehrere Cafés, Punkstraße und so zum Beispiel, da bist du halt, also genau wie du es erzählst, bist du reingegangen und hast halt da dein Zeug bekommen. Auch mit so einer kryptischen Bestellung dann?
Also du musstest schon irgendwie, ne, die mussten ja erkennen, dass du irgendwie Bescheid weißt oder von. Also aussprechen sollte man das nicht damals und die die Dealer in den Parks gab's noch nicht. Okay. Ja, und ja, so. Witzig, dass du das bestätigen kannst. Siehst du, John glaubt mir kein Wort. Nein, ich kenne so Cafés und so, ich nutze auch diese ganzen Kokser-Cafés und so, aber dass die man dann sozusagen so eine bestimmte nicht. Bestellung macht, das finde ich, also, das find ich toll. Ja, ja, das war ganz wichtig. Leute, die sich daran nicht gehalten haben, die an dem statt dem Eis den Fanta geholt haben, die haben dann da nichts bekommen. Richtige Trottel. Ja, wirklich. Idioten. Ja, absolut. Das war nicht verdient. Okay. Entschuldige bitte jetzt. Alles gut. Und dann, ja, dann kam Kokain und das war erstmal nicht wichtig. Wie geht's da weiter? Boah, es war erstmal so begleitend eigentlich. Also ja. Ich weiß noch ganz genau, wo ich das erste Mal konsumiert habe, so, das weiß ich auf jeden Fall noch. Da weiß auch nicht warum. Ich wollte so den Jungs irgendwie so, die haben halt schon konsumiert irgendwie um mich herum, einige. Und ich war immer noch so, ey, ihr seht alle, ich sag's mal, ihr seht alle Opfer und so, warum macht ihr das und so? Und dann weiß ich noch, wir waren im Rauchhaus in Kreuzberg, da war irgendwas, keine Ahnung, KZ-Konzert, glaube ich, oder? Ja, nice. So, und ja, dann irgendwie, weiß ich noch genau, auf den Treppen so, und die haben halt alle irgendwie konsumiert und ich wollte nur so, ja, guck mal, ich mach jetzt auch und hab dann so einfach nur so angesetzt, wahrscheinlich wollte ich auch unterbewusst irgendwie mal wissen, wie es ist oder so, keine Ahnung, aber hab eigentlich eher nur so getan und dann so zack und dann war schon die Hälfte quasi schon intus so und dann war so, okay, scheiße, so was hast du jetzt getan, so und dann, ja, und von da an ging es einfach weiter und am Anfang war das aber... Wie war die Wirkung? Kannst du die beschreiben am Anfang, wie du sie wahrgenommen hast? Auch da nichts, also ich habe die ersten Male wirklich nichts gespürt, so wirklich, also für mich, wie ich das so wahrgenommen habe und ich habe mich auch immer gefragt, warum überhaupt so ein riesen Film darum gemacht wird, weil das ja eigentlich gar nicht wirklich was bringt. Also wahrscheinlich hat es aber doch natürlich gewirkt. Ne? Man rechnet ja auch mit einem ganz anderen Turn. Man denkt ja irgendwie, also hast du davon harte Drogen genommen davor? Oder? Nee. Weil man denkt ich hatte man keine denkt Ahnung, irgendwas, was passiert. Man denkt ja, was Krasses passiert. Also ja, ich weiß das nicht. Stimmt schon, ja klar. Also ich dachte immer, es ist halt eine harte Drogen, werden halt überkrass und man kommt, weiß nicht, so ein extremer Rausch. Und das ist ja wirklich, denke ich, sehr dezent. Gerade das ist ja auch so verführerisch, dass es irgendwie so, also man denkt, es ist sehr dezent, ist es ja nicht, ne, weil es auch krasse Wesensveränderungen gibt und bla. Aber man merkt ja nicht ich weiß so genau, krass was du meinst. Als am Anfang nimmt man das als dezent wahr. Ja. Ist krass, ich habe noch nie drüber nachgedacht, was man sich eigentlich vorher gedacht hat. Ne? Wir reden oft davon, wie jetzt, also bei mir war das erste Mal ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ne? Ich habe sofort gewusst, das ist mein Ding. Hab die Wirkung halt, wovon ich so oft spreche, diesen Mangel, den ich hatte, hat das ja komplett behoben. Also genau, das letzte Lego-Stück, was quasi gefehlt hat in dem Auto, das hat es halt den Fahrer, ja, den hat auf einmal Kokain dann eingenommen und dann war das Lego-Ding komplett. Aber was man darüber nachdenkt, was hat man eigentlich vorher für eine Erwartung gehabt, ne? Das ist eine interessante Frage. Ja, zumindest was Starkes halt. Ja. Ne? Das war ja auch so. Ne? Also ich glaube, wenn man kifft so, da passiert ja auch was, ne? Also du rauchst einen Joint und du merkst ja dann irgendwann, wow, alles witzig oder wie auch immer, in welche Richtung oder ist zu viel, aber es passiert eindeutig etwas so. Aber da ist es ja wirklich, das ist ja meiner Meinung nach auch das, wie sagt man es, nicht das Fahrlässige, aber so das Problem an dieser Substanz einfach, dass es halt so lange begleitend irgendwie mit dir gehen kann und du denkst, ach, geht eine Weile ganz gut, ist alles in Ordnung, also ich weiß gar super nicht, super alltagstauglich auch am Anfang. Klar. Ja, bevor die ganzen negativen Sachen einsetzen, ne, kann man halt vorher stattfinden. Vor allen Dingen, weil man doch am Anfang auch viel weniger konsumiert. Das gehört heute auch dazu, oder? Also wenn ich jetzt vergleiche, 10 Jahre, wie die Konsummenge da vor 10 Jahren, also und dann 10 Jahre später aussah, das ist ja das Zehnfache, was man da auf einmal konsumiert. Ja, wir haben früher ein, ich weiß nicht, wie nennt ihr das jetzt hier? Eine Kapsel, kann man schon sagen. Okay, wir haben früher eine Kapsel geholt und die zu 6 oder so geteilt und waren halt das kenne ich auch, ganzen Abend. Die ganze Nacht. Super. Ja, ja, so krass absurd, war überlegt, das ist so krass. Halt so, dann, ich kenne das auch, eine Kapsel zu viert oder fünft für die ganzen Samstagnacht-Party in Berlin. Deswegen. Das ist unfassbar, ne? Das ist eine grausame Toleranzsteigerung, ne? Also wie schädlich das auch sein muss. Also man ist ja so schon bewusst, dass es schädlich ist, aber dann ist ja echt die zehnfache Menge irgendwann. Lass uns kurz darüber sprechen. Habt ihr das mitbekommen oder könnt ihr sagen, das ist ein interessantes Thema, weil die Toleranzgrenze und diese Mehr,
irgendwann mal, habt ihr das irgendwie mitbekommen, dass ich jetzt mehr brauche? Sehr spät. Also an den Bestellungen merkt man das ja schon, aber hat man dabei drüber nachgedacht? Also dabei, weil ich glaube ich nie. Also sehr spät für mich. Also ab dem Moment, wo schon klar war, dass ich auf jeden Fall ein Problem habe, so, da war dann halt auch so, okay, davor habe ich halt eine Kapsel alleine konsumiert, aber hat dann halt nicht mehr gereicht. So. Und dann war halt klar, okay, ich muss jetzt 2 oder 3 holen und hätte ich nur 2 geholt, wusste ich schon, oh Mann, schlechte Laune, ist spätestens in 2 Stunden wieder. Oh, das kenne ich. Ja. So, und deswegen, also daran habe ich es gemerkt. Wie war es bei dir? Ich glaube also auch, dass es irgendwann einen Moment gab, wo ich eine Kapsel geholt habe, die in der Hand hatte und dachte, ja scheiße, und mich schon geärgert habe, als sie noch voll war, sozusagen in dem Moment schon dachte, scheiße, ey, das wird nichts. Das wird kein schöner Abend. So, und das ist das, was Carmen gerade gesagt hat, dieses, ich weiß jetzt schon, in 3 Stunden habe ich schlechte Laune. Ja. Und es macht dann in dem Moment ja auch schon schlechte Laune. Aber das ist ein Kerngedanke, weil den kenne ich nämlich auch. Und das ist der, wenn der kommt, ab da kauft man dann auch nicht nur 2, sondern mindestens 3. Ja. Yes, weil dann weiß man, okay, das ist jetzt erst in 14 Stunden die schlechte Laune. Ja. Und vielleicht habe ich auch nicht mehr als 150 gerade. Ne? Das ist ja dann auch ein Geldthema. Ist dann auch ein Geldthema, ja. Stimmt. Aber sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen mit. Nee, ich meinte genau das. Ich hab, also das ist genau dasselbe. Das halt weiß sozusagen, ich habe es in der Hand und denke, scheiße, die schlechte Laune kommt. So, das reicht nicht. Ja. Also das also ist ja quasi genau derselbe Gedanke. Das heißt, die Vorfreude wird schon überschattet von, was ist, wenn es alle ist? Ja, vorm Konsum eigentlich schon. Und wenn dann nicht, wenn da gerade nicht die Sucht spricht, wer denn dann? Ja. Oder? Also das ist schon krass, ja. Vorfreude ist auch so ein Begriff, der mich bis heute immer so verfolgt, so, weil Vorfreude haben wir so. Ich hatte damals auch ein heute sehr bekannter Rapper auch mit ihm so eine sehr exzessive Zeit, wo es sehr eskaliert ist oftmals. Und da war auch immer dieses Vorfreude und so, da war immer so, also ne, dieser Moment, wo du weißt, wo es an und oh, ich weiß genau, was du meinst. Steigst aus dem Auto raus und so. Und da ist ja auch alles noch gut so bis zu diesem Moment. Aber dann ist halt nach der ersten, nach dem ersten Mal konsumieren, es wird ja eh nicht mehr so wie da. Du bist ja nur hinterher, dass du wieder diesen Trip erreichst. Und das, das soll übrigens gar nicht verherrlichend sein. Nur Ich finde auch nicht, dass das verherrlichend ist. Nee, es ist auch wirklich mehr so wie so ein hysterisches Lachen, weil es einfach so krass ist, wenn man sich vor Augen führt, wie stark diese Veränderung war und wie viel mehr das geworden ist von dieser tödlichen Substanz, die man in sich rein knallt. Aber genau, einfach nur, dass das klar ist nach außen, dass wir jetzt nicht darüber lachen, wie schön es war, sondern wie krank es halt ist. Ich habe auch gerade richtig Gänsehaut, weil was du beschreibst, ich finde das immer wieder unfassbar krass intensiv zu spüren, dass wir kennen uns überhaupt nicht, also treffen uns heute zum ersten Mal und alles das, was du gerade sagst, dieses Vorfreude aus dem Auto aussteigen, die Jagd nach dem Moment, der nie zurückkommt, das sind ja alles Sachen, die, wo ich immer dachte, ich bin damit alleine. Ja. Das geht nur mir so und du erzählst das genau das Gleiche und das ist halt, das ist ja schon die Krankheit. Ja, dieses Hinterherjagen nach dem Erstkonsum, das ist so blöd, dass diese ersten Monate, wo alles lustig ist, auch nicht immer unbedingt, ja, hat man sich auch schon mal daneben benommen, aber da ist ja noch keine Zwang da gewesen. Da habe ich ja selber entschieden zu konsumieren. Voll. Und die Wahl hast du ja später nicht mehr. Dass das Gehirn einfach das nicht vergisst und dass unser Verstand uns da nicht helfen konnte in dem Moment, ne? Nee, du bist einfach abhängig. Also das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben. Es ist halt so lange begleitend. Du denkst so lange noch, alles ist gut, bis du halt, also dabei ist, bist du schon am Arsch. Also so. Der Übergang ist ja fließend. Und deswegen reden wir hier so oft darüber. Und finde ich auch gut, dass wir diese Details heute auch nochmal aussprechen. Denn sich da wiederzuerkennen in einer Phase, wo man denkt, ey, ich glaube, ich habe es eben doch nicht mehr unter Kontrolle. Ja? Weil je eher man Wege sucht, desto weniger wird man verlieren. Erzähl mal kurz jetzt, vielleicht richtige Position, wie es bei dir, also die Phase, wo du gemerkt hast, eieiei. Boah, das ist, darüber habe ich auch öfters nachgedacht, so, wann dieser Moment kam, wo es wirklich too much war, aber tatsächlich auch durch diese Videoschnittgeschichte schon, da war schon auch dieser Moment, dass ich mir... Auch immer konsumiert beim Schneiden? Irgendwann halt, ne? Dass ich mir halt eingeredet hat, wir hatten halt dann irgendwann unser erstes Büro so und am Kudamm in der Nürnberger Straße und alles so, ne? Voll cool und so und da war dann schon so, ich war dann oft nachts alleine, hab dann halt geschnitten irgendwie und war der Meinung, ich würde halt effizienter arbeiten, wenn ich halt drauf bin. So. Ja, klar. Das war absoluter, also wirklich absoluter Unsinn war, weil, keine Ahnung. Also ich kenne den Gedanken. So, deswegen meinte ich halt, also
wie du vorhin auch gesagt hast, es ist so, man kennt sich nicht, aber ihr habt viele Sachen gesagt, wo ich da saß, dachte mir, krass, so, das ist halt genau das Gleiche und da wird es noch hunderttausende andere geben, die halt, weißt du, es ist halt, du bist kein Einzelfall so, sondern es ist halt, das ist halt diese Substanz. So. Du bist nicht allein. Genau. Ja, ja und so wirklich gemerkt, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich so 2014, also ab diesem Moment, wo ich so alleine sein wollte, so, wo ich dann alleine konsumieren wollte, so, wo ich dann halt, so vorher war es immer wichtig, so möglichst viele Leute um dich herum zu haben, bloß nicht alleine sein, also du bist dann, weiß ich nicht, ich war da noch mit den Jungs in irgendeiner Sportsbar oder bei irgendwelchen, was war, schlimmsten Baracken, Läden, widerlich einfach, so. Aber wir haben zusammen konsumiert. Genau, aber du warst nicht alleine und irgendwann war es dann so, wo ich gemerkt habe, okay, ich hole jetzt 3 Kapseln und eine mache ich mit denen und eine verstecke ich auf jeden Fall, die gebe ich auf gar keinen Fall aus und eine wäre ich noch bereit zu teilen, so mäßig. Und dann halt irgendwann, ja, da war klar, okay, ich habe ein Riesenproblem und wenn du dann morgens irgendwie, nachdem du ganze Geld, ich habe ja noch parallel dazu Automaten dann immer irgendwann, also kam dazu, dass ich dann Automaten gezockt habe. Ich online, also das ist auch Kokain ein großes Thema, ja, spielen. Voll. Ich habe nie wieder gezockt. Ich habe nie wieder gespielt. Echt, so. Das ist nie und ich bin damit groß geworden. Meine Eltern, also ich bin bei einer Pflegefamilie aufgewachsen. Die waren Automatenaufsteller, also die haben eine riesen Halle gehabt mit Billardtischen, Darts, Flipper. Von daher kanntest du das System? Habe ich mir eigentlich, genau, ja. Ich hab's verstanden. Ja, und, I know it. Du weißt ja, wenn's dann mal klingelt, ne, und dann hast du irgendwie 1,6, ich weiß noch, eine Nacht, da bin ich ins Casino zum ersten Mal am Potsdamer Platz gegangen. Oh Gott. Ich hab 50 Euro reingesteckt, ich hab 1800 Euro gewonnen. Aber noch nicht mal da sind vielleicht 30 Euro runtergegangen oder so, ne, und diese Gefühle, so, du denkst ja, oh ja, und ach, ganz, ey. Das ist ganz gefährlich, unsere Casino-Geschichte, John, wurde damals rausgeschnitten in Staffel 1. Wirklich? Wir haben sie nämlich schon mal erzählt, ja. Ich war auch im Casino, trotzdem mal Platz aus Geld sorgen. Ja. So häufig. Aber mein bester Gedanke. Ich hatte richtig krass Schulden und aber auch schon, das da reden wir von 2011 rum. Mhm. Ich habe 7 angefangen, also da war schon erstmal eigentlich außer Kontrolle alles. Mhm. Auch schon viel konsumiert. Mhm. Bin ins Casino auch schon intoxikiert und habe dann dort auch nachgelegt und hab den ersten Fuffi auf die 7 gesetzt. Mhm. Also, ne, war intoxikiert. Ich hatte irgendwie 100 Euro oder was. Und dachte dann. Schwarze 7. Die ist rot, oder? Die 7. Ist die rot? Die ist rot. Das weiß ich. Ja, na klar. Schade. 50-50 Chance verkackt. Ich war am Potsdamer Platz oben. Da, wo man einen Anzug tragen sollte. Und da hat man sogar mich auch noch hübsch gemacht damals. Werd ich bescheuert. Und dann kamen die 7. Okay. Und, dann habe ich an dem Abend 10.000 gewonnen von dem Fuffi. Alter Schwede. Und das ist ein Moment, das habe ich natürlich nie wieder vergessen. Mhm. Auch ich habe mal gelesen in einem Buch, wenn du bei den ersten 3 Malen im Casino gewinnst, das ist so ein bisschen wie mit der Sucht, dass dann das Suchtgedächtnis oder das auch das Belohnungssystem das nicht mehr vergisst. Mhm. Ja, klar. Wenn man dazu noch intoxikiert ist, hat man immer das Gefühl, ich kann das wiederholen. Ich kann den Zustand wiederholen. Und ich habe dann, war dann viele Monate im Casino. Wir haben das tatsächlich schon mal erzählt. John wurde aber rausgeschnitten in Staffel 1, glaube ich. Frechheit. Von daher gut, unglaubliche Frechheit. Von daher gut, dass wir das nochmal sagen. Und habe dann richtig viel Geld verloren. Also nicht nur mit durch den Konsum, sondern weil ich immer wieder dachte, ich kann diesen Moment herstellen und natürlich habe auch ich gedacht, ich habe das System rausgefunden. Ich ja auch. ich habe es auch rausgefunden. Casino was ich noch sagen wollte, ich war dann irgendwann auch tatsächlich, ein Freund hat das, das habe ich offenbart tatsächlich damals zu jemandem, Henrik, liebe Grüße, mit dem bin ich dann mal in so eine spielsüchtigen Gruppe gegangen und habe halt aber da gemerkt, deren Issue ist ein ganz anderes als meins. Ich hatte krass Geldsorgen und wollte halt intoxikiert, war das die Lösung. Ja, auch natürlich völlig bescheuert, aber das war so mein Ansatz. Und die Jungs in der Gruppe waren aber, für die war der Thrill, wenn die Kugel rollt. Ja. Also das war deren Ding. Es ging gar nicht ums Gewinnen, natürlich auch, aber dieser Moment, wenn Riang ne va plus und die Kugel rollt und das ist das, nachdem die süchtig waren und ich habe es aber gehasst, wenn die Kugel gerollt ist. Ich fand das die Hölle.
Und da habe ich gemerkt, okay, das ist anders. Und habe dann aber danach schon gewusst, dass das natürlich auch mit meinem Konsum zusammenhing. Und aber auch, wie weil du das eben gerade meintest, als ich auf, also ich habe auch nie wieder, ich habe tatsächlich dann auch das 2-3 Jahre gemacht. Und dann ist von heute auf morgen, naja, nicht weggelassen. Ich hatte später noch mal eine Phase in 17, wo ich ein paar Monate gespielt habe. Aber ich habe es dann sein lassen, weil ich das Geld für die Drogen brauchte. Okay, also ich konnte den Fuffi, ich habe dann auch online gespielt und so. Ich wollte das dann nicht mehr verlieren, weil ich gemerkt habe, ich gewinne nicht. Und von dem 50er kann ich mir mein Konsummittel kaufen. Und das war mir dann wichtiger. Und das war meine Spielerfahrung. Ja, irgendwann ist der Druck dann zu groß. Und das ist ja auch so, wie wenn man, es gibt doch Situationen, wo man eigentlich Essen kaufen muss. Oh Gott. Weil man hat halt nur noch einen Fuffi. Ja. Und muss ich dann entscheiden zwischen, kaufe ich mir jetzt Essen oder Kokain? Also zumindest gab es das bei mir häufiger mal. Und, ja, aber wie oft hast du dich dann fürs Kokain entschieden? Immer. Ich auch. Ja. Also absolut. Lass uns doch mal kurz beim Spielen bleiben. Ja, Casino auf jeden Fall. Also genau, ich hatte auch damals, als ich in dieser Dealer-WG gewohnt habe, ich bin ja direkt von zu Hause ausgezogen in so eine Dealer-WG mit 2 Kumpels. Auch ungünstig eigentlich. Ja, ungünstig, wo so, also verrückt war, da so ein Schwert an der Wand und so ein verrückten Skorpion und so. Und ganz alles war so. Hattet ihr auch so ein Terrarium mit ne, da war der Skorpion drin. Achso, ja, wir hatten auch Wüstensandgeckos. Das war ganz cool. Das war eigentlich ganz cool. Also war irgendwie eine verrückte Zeit. Und da, genau, da bin ich dann auch immer ins Potsdamer Platz Casino auch gefahren. Und da hieß dann auch immer so, ja, wir brauchen irgendwie Geld, John, geh doch mal schnell ins Casino oder so, weil ich hatte halt auch so ein System, was die ersten Male halt super gut funktioniert hat. Wo es dann auch immer aus dem Fuffi dann auch so 2000 Euro auch oder so ein Problem, ne, wenn das funktioniert. Ja, Riesenproblem. Und es war dann auch einmal so, dass wir im Taxi dann hingefahren sind und haben wir darüber geredet im Auto und ist der Taxifahrer mitgekommen und hat auch gespielt. Oh Gott, wir lachen jetzt, aber eigentlich ist es ja, super eigentlich traurig. Ja, eigentlich ist es völlig bescheuert alles. Ja. Aber das war nicht meine Verantwortung, ob der jetzt da spielt oder nicht. Ja. Aber, ja, aber es ist krass. Also ich weiß noch, da habe ich dann, immer wenn ich viel gewonnen habe, war ich dann auch so super generous und bin dann irgendwie so in die Bar, wo ich immer hingegangen bin und habe dann so jedem Wuffi gegeben und so. Wurde auch natürlich auch voll intoxikiert, wo dann auch so, ja, so eine große Geste. Hast du nüchtern gespielt oder immer intoxikiert? Nee. Ich habe immer intoxikiert gespielt, soweit ja, ich weiß. Ja. Und habe dann auch, wie bei euch auch, habe dann nie wieder gespielt danach. Also als ich aufgehört habe zu spielen, ich glaube, ich war nicht spielsüchtig, aber es war schon sehr nah dran so. Aber dann bin ich nie wieder hingegangen, war seit, weiß nicht, bestimmt über 10 Jahren nicht mehr im Casino auf jeden Fall. Ich muss wirklich sagen, bei mir ist da eine krasse Parallele, wenn ich drüber nachdenke, mit Pornografie. Also intoxikiert irgendwas starten und das dann Stunden machen. Ja. Das war bei mir mit Pornografie ähnlich wie dann auch online spielen. Also das war gefühlt irgendwie die gleiche Nummer. Ja. Einfach irgendwas zu tun. Ja, ja. Ja, und beim Spielen hat man natürlich auch extrem viel Geld verloren. Ja. Wie war es bei dir, Kwame? Mit dem Casino. Oh, sorry. Ja, wie gesagt, ne, ich bin ja schon. Die Aufstellerfamilie. Deswegen da so quasi rein seit frühester Kindheit irgendwie. Natürlich denkt man dann auch, man kennt das System so, obwohl seit damals noch Bally Wolf und Gausemann-Geräte, die waren ja komplett was anderes, Merkur und so. Mit diesen 3 Walzen noch in der Mitte und so. Ich habe halt nicht so, also Roulette und so, das war halt alles nicht so meins. Automaten war dein Ding. Genau, das ist halt meins, irgendwie einfach drücken und dann die Leiter hochdrücken und so ein Scheiß. Was ich mich gerade aber auch vor allem gefragt habe, ist, warum gewinnt man am Anfang meistens? Ja, stimmt. Ich glaube, das ist Zufall, glaube ich. Aber also, das ist doch verrückt. So, hier sitzen 3 Leute, die sagen, ja, weißt du, am Anfang, du gewinnst einfach instant und dann danach nur noch Minus. So. Ja. Das ist doch völlig verrückt. Das ist echt verrückt, ja, stimmt. Das ist ein guter Gedanke. Ja, aber ich glaube, die Leute, die nicht gewinnen, gehen ja dann nicht nochmal hin. Ja, wahrscheinlich. Dazu kommt aber, weil man ja eben auch immer intoxikiert war, dass man ja sowieso nur Scheißentscheidungen getroffen hat. Ja. Also, ich habe einmal, oder nee, mehrmals, aber es gibt eine schlimme Geschichte, weil ich mit dem Auto in der Tiefgarage habe alles verspielt, bin sogar raus, habe damals mein iPhone, damals, da ist noch McDonald's gewesen, kennt ihr den? Bei Potsdam Platz? Ja, klar. Und habe mein Handy platt gemacht und habe Leute angesprochen auf der Straße, die vorbeilaufen, ob sie mein iPhone haben wollen für ein Fuffi. So krass, völlig intoxikiert. Ja, ich hatte auch noch eine Kapsel, mein Telefon verkauft. Hast du dann gemacht? Ja, ja. Hat natürlich einer gekauft für einen Fuffi. Klar. War ja 500 Euro wert. Ich wollte aber ja nur einen Fuffi und bin wieder rein und hab dann den Fuffi in 2 Euro-Chips und dann natürlich mit den 2 Euro gespielt, alles verloren. Oh Gott. Und hatte mein Auto in der Tiefgarage und konnte es nicht auslösen. Ja, shit. Und dann stehst du da, auch noch völlig intoxikiert am Automaten
Und ich musste halt irgendwie 6,80 € zahlen und ich habe 2 Stunden gebraucht, bis ich so viel Geld mir zusammengeschnorrt habe von anderen Leuten, die am Automaten waren. Keiner wollte mir Geld geben. Klar, im Casino Geld leihen von den Leuten spielen. In der Tiefgarage. Also, ja, ich habe gesagt, guck mal, da steht mein Mercedes. Ich hatte so eine alte S-Klasse damals gefahren. Klar. also naja, war von 88 oder so. Das war okay, damals okay. Als Musikvideoregisseur war mein Auto. Keiner hat mir Geld geborgt. Das war ein richtig, es war einer der ersten Momente, die sich wirklich nach Rock Bottom angefühlt haben. Ja, ja. Und da reden wir eben von 11. Und das ist im 4. Konsumjahr. Ja, wie krass. Und es gab auch vorher schon Rock Bottoms, ja, im 3. Jahr, im 2. Aber das war so der erste, wo ich wirklich komplett machtlos konsumiere, Geld ausgebe. Und dann mit dieser Casino-Geschichte auch da völlig den Halt, den moralischen Halt zum Leben verloren habe. Ja? Ja. Also sein Telefon verkaufen in der Nacht so, also der Gedankengang ist ja mit dem nächsten, weil ich hatte ja schon mal mit dem Fuffi viel Geld gewonnen. Mhm. Also, das ist ja der Punkt. Der Gedanke ging also nicht weg, also war klar, intoxikiert. Mit diesem Fuffi kann ich alles klären. Das ist so, also das ist der gleiche Gedanke wie mit der nächsten, die nächste Kapsel wird meine Probleme lösen. Ja, genau. Und so war das dann übertragen auch noch aufs Spielen. Also es war ganz, ganz furchtbar. Ja. Aber krass, dass wir alle da mit dem Spielen sowas hatten. Ich will nochmal kurz auf Musik zurückkommen und dich nochmal fragen, Kwame, welche Rolle spielen oder haben bei dir auch Drogen in Verbindung mit Musik gespielt oder auch im Musikbusiness? So was, weil ich denke, für viele ist ja das Musikbusiness so ein bisschen was ganz weit weg ist, so ein bisschen glorifiziert und aber irgendwie gehören Drogen ja so dazu. Warum, also was denkst du darüber, warum ist das und wie war das für dich? Boah, also warum das so ist, ich glaube, ne, also es kommt ja wieder drauf an, in welcher Szene du dich bewegst, so, ne, so. Ich glaube jetzt nicht, dass in der Techno-Szene die Leute, die diese, also da geht es ja eher um Instrumentals, wird jetzt nicht so viel geredet, da wird jetzt nicht glorifiziert darauf gesprochen, so, hey, ich rauche jetzt hier einen Pfund Gras weg oder so. Beim Rap gehört es halt irgendwie dazu, dieses dicke Eier, ich bin ein krasser Macker und keine Ahnung was, ich kann so viel smoken, so ist ein Dog-Beispiel jetzt so, weißt du, ne, der sagt, ich kann jeden unter den Tisch rauchen, Wiz Khalifa und so, diese ganzen Filme. Und das glorifiziert es natürlich und macht es auch alles so ein bisschen nahbarer, dann ist es auch nicht so schlimm, weil wenn dein Lieblingsartist das macht, so was soll passieren, so, ne. So in meiner, also wie gesagt, zu meiner Zeit war jetzt so Kokain nicht so das Thema, obwohl man natürlich dann im Nachhinein sieht, dass viele Leute auch definitiv drauf waren und nicht klargekommen sind, ich weiß nicht, aber für mich selber war, also als ich exzessive angefangen habe zu ziehen, habe ich auch keine Musik mehr so wirklich gemacht, also da habe ich nur für mich so gerappt und keine Ahnung was, habe dann halt in dieser Filmindustrie versucht irgendwie Fuß zu fassen. Da halt alle möglichen, wir haben ja wirklich Musikvideos für 150 € angefangen zu drehen und zu schneiden und alles. Kommt mir bekannt vor, ja. So, und das war dann halt, ne, dann hast du halt, weiß ich nicht, 5 Aufträge in 2 Wochen, so, und das war ja auch nicht viel Zeit, ne? Deswegen, und dann schnell alles abarbeiten und so, und zwar damals noch so mit DV, Mini-DV-Kassetten haben wir halt irgendwie angefangen, und der Canon XL1. Du musst erstmal digitalisieren. Richtig, dann sitzt du erstmal den ganzen Tag da, nur um die Aufnahmen zu übertragen, dann alles anlegen, sortieren, hier und da, blablabla. Dann geht's irgendwann in den Schnitt so, du hast halt den Druck die ganze Zeit, Leute im Nacken, ja, wie gesagt, und dann war eher das so das Thema so und ja, dann, ich weiß nicht, dann haben wir auch angefangen so auf so Promi-Partys und so, ja, was weiß ich, mit Udo Walz und Kader Lotz und so, diese Ecke da irgendwie Sachen zu machen und dann im Felix und so abzuhängen. Oh und so. Gott, das Felix! So Scheiße, halt diese Zeit. Felix abhängen. Daran erinnere ich mich auch noch. Prickelnd. Furchtbarer Laden. Ja, ja, schrecklich. Wirklich. Aber da wurde auch viel konsumiert, ja, gerade Kokain. Das war voll der Kokainladen. Das ist halt voll cool halt, ne? Da hast du halt deine große... Gibt's das noch? Oh, ach, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber so Felix, 40 Seconds, so, das waren so diese beiden Clubs, wo ich... Dorian da, Gray, kennst Dorian du das noch am Potsdamer Platz? Ja, auf jeden. Ich war mal Cookies, genau. Da, ja, Cookies gut, war Cookies auch eine Zeit lang, ja. Aber das war so unter der Woche, das war dann... Ja, so Dienstag, bisschen, Donnerstag, ne? Ja, war so ein bisschen schwieriger so, aber das weiß ich nicht. Also für mich... Musik tatsächlich ist jetzt nicht so der Indikator für meine Suchtprobleme, was Kokain anging, so. Also so... Okay.
So, das auf jeden Fall nicht, aber ja. Aber sag mal was zur Qualität deiner Arbeit, das ist ja auch immer spannend. Man macht das dann, man muss das in kurzer Zeit fertigstellen. Das läuft ja am Anfang auch noch qualitätstechnisch super, so ja, habe ich das wahrgenommen, warum ich es dann auch nie wieder weggelassen habe im Schnitt und so. Aber ich habe auch schnell gemerkt, nach ein paar Monaten, dass man da eben auch mehr brauchte, um in diese kreative Zone zu kommen, von der man dachte, dass sie existiert. Aber später hat man eigentlich, fand ich die Ergebnisse auch furchtbar schlecht. Man hat gar nichts mehr hinbekommen. Ja, also das größte Problem für mich war eher auch so, dass ich jetzt, keine Ahnung, ich erinnere mich an eine Zeit, wir waren mal eine Woche in Wiesbaden, Frankfurt, Hamburg, haben da Videos gedreht, so für einen Künstler. Mhm. Chanel hieß er, oder heißt er. Und sind dann zurückgekommen und wir haben schon zwei Drittel, glaube ich, der Gage oder so schon bekommen. Und ich weiß ganz genau, ich bin nach einer Woche Arbeit quasi wiedergekommen und habe ich glaube, es waren 1,5 oder so. Ja, das war ja auch ein Witz eigentlich, aber ist doch egal. Ja. Wir sind zurückgekommen so und ich habe das Geld bei mir zu Hause noch oben in den Schrank gelegt, 500 Euro rausgenommen, habe meinen Homie angerufen, meinte, ey, yo, komm, wir gehen heute raus. Bin mit denen rausgegangen, im Lustgarten geendet. Früher so ein schäbiges Bordell hier in Schöneberg gewesen. Und ja, ich habe noch nicht mal irgendwie mit irgendeiner Frau irgendwas gemacht oder so. Ja, ich habe meinen Jungs hier, also mein Homie, der hat noch seinen Nachbarn mitgenommen, den eingeladen, blablablub so. Und das Ding war halt, am Ende hast du ja dann kein Geld mehr. Also ne, ich habe dann noch nach Hause gefahren mit einem Taxi wieder, habe den Restgeld auch noch geholt, alles draufgehauen. Und hat ja auch einen Partner so, dem musste ich dann irgendeine Scheiße erzählen, so, warum jetzt das Geld nicht da ist und so, also so. Und dann fing dieser Kreislauf extremst an, dass du machst halt Geld, sagst, du bezahlst, weiß ich nicht, Equipment und sonst was, musst aber dann eigentlich, also du bezahlst ja das Equipment nicht, machst dann wieder Schulden, um angeblich das Equipment zu bezahlen, gibst es aber auch wieder aus, so. Du bist halt die ganze Zeit, das warst du auch mal das geschildert. Das ist meine Welt gewesen. Hast du auch mal geschildert, das mit diesen Verleihen und so, 25p und so, also so ganzen, wie viele Kameraverleihen ich nicht mehr hingehen konnte, so, weil die einfach alle Geld von mir bekommen haben. So. Ja, ja. Und du hast es verkonsumiert und für Bullshit ausgegeben. Für Scheiße, also wirklich am Ende, wie gesagt, so, du sitzt dann da und spielst Automat oder ballerst oder so. Also diese Gier. Nichts so, ja. So krass. Aber ich kenne das auch, das ist nicht am Anfang, am Anfang nicht, aber es gibt dann diese Zwischenphase, bevor es am Ende nur noch um Kokain geht. Genau. Es gibt diese Phase davor, von der du gerade sprichst, die kenne ich auch, wo man eben dann noch spielt parallel oder im Club ganz viel bezahlt. Mhm. Für andere Leute einlädt, einen großen Macker macht. Mhm. Mit dem Geld von den Musikvideos habe ich ja auch auch ganz vielen in meinem Team das Geld nicht gegeben. Die Verleiher nicht bezahlt, sondern mir eine S-Klasse gekauft. Mhm. Auch intoxikiert natürlich. Ne? Ja. Ich war ja auch ich war ja ständig intoxikiert. Mhm. Ich war ja da schon 2010 bis 2013 selten nüchtern. Mhm. Und da ist dann noch die Phase, wo man das Geld noch so anderweitig veruntreut, bis es dann am Ende nur noch um Kokain geht, weil du kannst das andere gar nicht mehr leisten, hast aber auch gar keinen Spaß mehr. Du hast vorhin einen ganz krassen Satz gesagt, Kwame, das hat mir auch aus dem Herzen gesprochen oder aus meiner Suchtgeschichte. Es gibt eine ganze Weile, wo man gerne mit anderen Leuten konsumiert. Und dann auch, weil du meintest, auch noch in so spät am Anfang noch im Cookies und richtig, richtig ausgehen und witzig, dann landet man aber in so Sportbars, wir auch. Ja, es gab nur einen Laden, der hieß die Spiegelbar in der Greifswalder Straße. Ja. Nee, nicht Greifswalder Straße, in der Warschauer Straße. Okay. Richtig abgeranzter Laden. Okay. Aber warum war man da auch eine Sportbar? So ein 24-Stunden-Laden. Mhm. Weil man dort konsumieren konnte, ohne Probleme. Mhm. Also es war denen völlig egal dort. Ja, und das ist eine Phase, wo man dann eben nicht mehr witzig ausgegangen ist, sondern so schon auch so kalt, eklig in so einer Sportbar Stunden konsumiert. Da geht's ja schon nur ums Konsumieren. Da geht's nur noch ums Konsumieren. Aber da sind noch Leute dabei. Ja. Und danach kommt wirklich die Phase, wie du es gesagt hast, dann behält man eins zurück. Damit geht's los. Ja, habt ihr noch alle und dann sagt man auch tschüss. Und ich muss jetzt los. Ja. Dabei ist man ja, war man da vorher, war ich immer der die Gruppe zusammenhalten wollte, dass wir so lange wie möglich zusammenbleiben, ne, von Freitag bis Sonntag durchmachen. Ja.
Und dann irgendwann kommt aber die Phase, wo man sagt, ich verabschiede mich jetzt. Mhm. Ich konsumiere die restliche Kapsel alleine. Und das führt dann zum kompletten Alleinesein. Ja. Und das ist gut, dass du das nochmal so ausgesprochen hast, denn bei mir war es ganz genauso. Und dann kommt halt auch dieser widerliche Sog, der dann in irgendwas reinkommt, sei es Pornografie oder Spielen. Und dann, ne, das dieses so, da reicht es auch. Und ich finde es auch echt krass, auch nochmal. Und da kommt man nie wieder zurück zum Menschen. Nee, du kommst nicht mehr raus. Du kommst nie wieder mit Menschen. Das finde ich auch so wichtig, auch mal für alle Zuhörer, die vielleicht noch in der angenehmen Konsumphase sind, dass irgendwann kommt es, wo, was eben auch, finde ich, du so gut gesagt hast, wo egal welches Geld man bekommt, im Endeffekt geht's für Kokain drauf. Man nimmt vielleicht erstmal den einen Profi oder vielleicht 100 Euro ab und sagt, okay, ich mache jetzt, aber dann kommt man wieder und holt den Rest. Man fährt ja nachts mit Taxi wie du zurück und holt das. Ja, das habe ich auch gemacht. Ja. Das gleiche habe ich auch gemacht. Vollkommen. Vor allem Geld, was man eigentlich braucht. Und man braucht es ja teilweise auch wirklich dringend. Du hast halt irgendwelche, vielleicht auch dubiosen Leute, denen du Geld schuldest oder so, wo du weißt, du musst da morgen, also was bei mir dann so, dass ich weiß, ey, ich muss morgen dem Ticker irgendwie auf jeden Fall 500 Euro geben. Ich habe jetzt hier 300. Ja, dann hol ich mir. Oder wie Quame sagt, ganz normaler Geschäftspartner, dem du das Geld geben musst. Das ist echt krass. Ich hatte dann noch viele Jahre einen Menschen, mit dem ich konsumiert habe. Da ging es dann aber auch nur, also der hat auch mit dem ich auch Videos geschnitten. Und wir haben, das fällt mir gerade noch ein, bevor ich komplett alleine war, war da noch diese eine Person, wo ich kein schlechtes Gewissen hatte. Ja, genauso abhängig war wie ich. Und wir haben uns das beide halt super schön geredet. Immer noch im achten Konsumjahr, dass wir das hier super zum Schneiden, also wir konnten nicht Filme schneiden ohne, das ging überhaupt gar nicht mehr. Und wir haben dann immer, auch wichtig auszusprechen, wir haben dann auch immer 500 genommen und die direkt investiert. Also irgendwann später kommst du ja auf den Trichter, du holst dir jetzt nicht zwei, sondern 6 oder 8. Ja, klar. Weil, kennt ihr das? Es ist ja dann irgendwann nach, wenn du dir 5 holst oder was, du willst ja dann wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du ja unmöglich vor die Tür gehen und auf so einen Typen warten an so einer Ecke. Oh ja. Also meine Paranoia war ja unfassbar groß und draußen, also du musstest alles dafür tun, okay, wie lange, wie viel Geld haben wir, wie lange reicht das Zeug, da rechnet man ja auch rum, wie viele Stunden brauchen wir und das wurde immer so geplant, dass man vermeidet, dass man nochmal was kaufen muss später. Was man natürlich dann sowieso gemacht hat, nach 3 Tagen. Ja, krass. Aber wie war das bei dir mit Paranoia und so? Boah, das ist ein großes, also das ist ganz schlimm. Generell sowieso, ich hatte schon früher vom Kiffen irgendwann eine Phase, wo ich richtige Paranoias hatte, wo ich dann so aus der U-Bahn, schon in der U-Bahn Filme hatte, dann aus der U-Bahn ausgestiegen bin, nach Hause gerannt bin so und im Hausflur auch, also mir Sachen, dass Autos mich verfolgen und so, aber vom Kokain war es tatsächlich irgendwann so sehr, dass ich, also da gibt's unterschiedlichsten Sachen. Ich habe teilweise stundenlang im Auto vor meiner Haustür gesessen, weil ich der Meinung war, irgendjemand ist im Haus oder wartet vor meinem Haus oder so. Scheiße. Dann gab's Situation, dass ich hatte einen, mit dem ich auch zusammen aufgehört habe, zu konsumieren, ohne den ich es wahrscheinlich auch vielleicht nicht geschafft hätte, tatsächlich auch, der war mein Nachbar quasi, also der hat halt die Straße nur runter gewohnt, so, wenn ich von ihm losgegangen bin, musste ich halt mit ihm telefonieren, so, bis ich halt bei mir die Tür offen geschlossen habe, weil ich halt so eine Paranoia geschoben habe. Krass. Oh ja, also das war schon sehr, sehr, sehr unangenehm und das ist auch bis heute für mich auch so das Abschreckendste und auch einer der Hauptgründe, warum ich auch sage, so, also unabhängig neben diesen ganzen Geldgeschichten und wie viele Menschen man dadurch enttäuscht hat und auch sich selber so krass runtergerockt hat, also sein eigenes Selbstwert für sich selbst, so, das ist halt diese Paranoia eines der größten Punkte, wo ich sage, so, es geht gar nicht mehr. Also. Kennst du auch diesen Freeze-Moment, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass man drin irgendwie am Fenster steht oder am Türspion und wirklich einfach 20 Minuten in einer oder noch länger sich nicht bewegt, steht, kaum atmet. Ich habe einen Homie, der sage ich mal, war sehr wohlhabend, ja, und ich weiß nicht, der hat glaube ich 50 Gramm geholt zum Verkaufen, hat sie aber auch auf K bekommen, also auf Kombi, also wie sagt man das jetzt, hat sie sich geliehen quasi, also ja, dass er sie dann später, ne, wenn er es alles verkauft hat. Ich hab das nie verstanden, dass es Kombi heißt, aber ich dachte immer, K steht für Kredit. Oder schon? Du kriegst auf Kredit, finde ich gut. Oh, ja, was heißt dann Kombi? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Szene-Sprache. Geil, aber ja, ist ja das Gleiche. Ja. Aber ja, da gab's, wir waren dann auch bei ihm, da weiß ich noch, da hat
ich bin eigentlich so ein Computerzocker gewesen, also so PlayStation, ja. FIFA und sowas, ja. Aber er war so voll der, so League of Legends und so, sowas war sein Shit. Und er hat dann Diablo 3, glaube ich, oder sowas. Auf jeden Fall Diablo, ein Teil von Diablo kam raus. Hab ich halt gar nicht gecheckt damals so. Und dann saß ich halt irgendwie so gefühlt Stunden neben ihm, bis ich dann irgendwann meinte, ich werde jetzt auch zocken so. Und dann saß er wirklich, glaube ich, 12 Stunden oder so neben mir, während ich gezockt habe. Und irgendwann am nächsten Tag, ich weiß nicht, wo ich hin wollte, was zu trinken holen, Kippen. Ich wollte Kippen kaufen gehen. Großes Thema, wenn wir alle waren. Wollte ich Kippen kaufen gehen. Und hab seinen Schlüssel genommen, hab meine Sachen angezogen, zur Tür, durch den Spion geguckt. Und sehe halt, wie jemand so, also eine Pistole halt auf diesen Spion richtet. So. Ach, krass, ja? Und die Spion ist ja diese, wie sagt man das, Fischaugen. Ja. Ne? Das heißt, du, wenn du weiter weg und näher rangehst, dann wird es halt näher und größer und so weiter. Und ich habe mir halt eingeredet, immer wenn ich zurückgegangen bin, ist ja auch ein Schritt zurückgegangen. Wenn ich näher rangekommen bin, war die Pistole wieder näher an meinem Kopf. Ich kann hier nicht raus und so, bla bla. Und er wollte halt seinen Schlüssel, ich habe halt abgeschlossen. Er wollte den Schlüssel haben, um aufzumachen und meinte so, ey, da ist niemand so. Und ich meinte so, nein, da steht jemand und hier und da. Und dann habe ich ihm seinen eigenen Schlüssel nicht gegeben. Und er meinte so, ey, ich wohne hier, gibst du mir meinen Schlüssel? Und so. Also so richtig, es waren so schon sehr, also ja, deswegen, also wie gesagt, ne, man lacht heute darüber so, weil es so absurd ist, aber es ist halt wirklich, das ist das, was passiert, wenn man zu lange konsumiert, also jeder sollte sich dessen bewusst sein, so, also auch wenn du denkst, alles ist gut und bei mir wird es nicht so, es wird genauso enden. Ja. Ich habe halt auch Dinge gesehen, also Schatten bewegen sich und so weiter, also das ist ein Riesending, was da passiert, da wollte ich nochmal fragen, ab wann ging das los, dass du, war das am Anfang beim Runterkommen oder war das schon auch direkt im Konsum, diese Paranoia, oder wie hat sich das bei dir entwickelt? Das ist auch noch spannend. Ich würde jetzt sagen, eher so zum letzten Drittel der Konsumphase hin, also so, wobei da, wo er diesen riesen Berg hatte, so, ne, an diese Pistolengeschichte, die ich gerade erzählt habe, da war schon, da weiß ich jetzt nicht, ob es da jetzt demnächst geendet hätte. So, wir hatten wahrscheinlich weiter und weiter gemacht, aber da waren wir halt schon 2 Tage locker, 2,5 Tage wach. So, also von daher, eigentlich ist es schon die Endphase, aber dadurch, dass halt immer noch was da ist. Dann geht man halt ja am Leben, ja. Das ist ja, das funktioniert ja auch. Wie lange warst du wach durchschnittlich und was war dein längstes Mal? Boah, das längste Mal, weiß ich nicht. Also, boah, vielleicht 3 Tage oder sowas. Also ich weiß, wir waren, es gab am Stutti, im Stuttgarter Platz in Charlottenburg oder um die Ecke, gab es einen Laden, der hieß Cats. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, zufälligerweise. Also das ist wirklich, die schlimmsten, elendsten Menschen so waren dort so. Und da war ich auch mal mit einem anderen Kollegen und also wir wollen jetzt nicht despektierlich über die Besucher dort reden, weil du elend. Nee, die waren elend, okay, sorry, wie soll ich das sagen? Ich war ja genauso Teil dieses Elends, also so, ne? Ich war sehr, genau. Sehr schön gerettet. Ich war genauso nichts Besseres in diesem Moment. Und ja, also ich hatte so einen Tick zum Beispiel auch. Ich habe immer in meinen Taschen gesucht. Ich dachte immer, ich finde noch irgendwas. Oh ja, klar. Also ich war so, ich saß immer stundenlang da und habe so heimlich gesucht. So. Und ich weiß nicht, da waren so 3 so eine, ich glaube, Araber oder so, die auch selber verkauft haben, aber auch bis oben hin dicht waren schon, ne? Und die haben so einen Film auf mich geschoben, dass die dachten letztendlich, ich hole gleich irgendwie irgendwas raus und fange an, hier zu schießen oder so, keine Ahnung. Du so in den Taschen gesucht hast. Und dann haben wir so gegenseitig aufeinander Paranoia geschoben und so. Und da war ich auf jeden Fall auch, da war ich locker 3 Tage. Also da war ich schon 2,5 Tage woanders und dann war ich da noch. Und es ist hell geworden, es ist dunkel geworden, es ist wieder hell geworden. Ja. Und als es dunkel geworden ist, sind wir gegangen so. Also das war so, hey, ich gehe, wenn es dunkel wird, aber es ist halt Sommer so. Ja, ja. So keine Ahnung. Das mit dem Suchen, ne? Alter Schwede. Ja. Wie oft habe ich alle meine Hosen, alle meine Kleidungsstücke, alle meine Jacken im Kleiderschrank, wie oft oder Rucksäcke, Taschen oder kennt ihr das? Du hast mal irgendwo was versteckt in der Wohnung an einer Stelle. Also gab es ja so 10 Stellen und und du hast da mal wirklich mal was versteckt, aber das natürlich an dem gleichen Abend wieder genommen, weil du brauchst. Genau, was du meinst. Aber es gibt dann diese Momente, 2 Monate später, wenn du, hey, da ist ja noch was in meiner Wohnung. Ja. Und dann sucht man. Ja, klar. Und dann sucht man stundenlang. Da geht die Jagd los. Ja. Kennt ihr das Suchen? Ja, klar, wenn du kein Geld mehr hast, dann ist halt.
Ja. Oder den Teppich auf dem Boden, ne, nach irgendwelchen kleinen Rocks noch kommt. Ganz, ey, alles so, ganz, so ganz, ganz schlimm. Man ist so krank, wirklich. Vor allem in diesem Moment ist man wirklich die pure Sucht. Ja. Die pure Sucht. Ja. Da ist nichts mehr von dir als Mensch übrig. Man ist einfach krank. Ja? Und das sind ja dann die Momente, von denen ich so oft rede. Da wollte ich auch noch kurz zu kommen. In diesen Momenten, du bist schon 2 Tage wach, du suchst, du hast kein Geld mehr. In diesem Moment habe ich dann halt auch die Goldohrringe meiner Freundin verpfändet. Ja, du machst ja alles. Ne? Weil du dann, du hast keine, dein moralischer Kompass ist komplett ausgeschaltet. Voll. Und das ist dann eine valide Option. Ja. Und somit habe ich richtig vielen Leuten auch geschadet, weil ich ja ständig in dieser Bedrängnislage war, zu beschaffen. Ja, ne? Wir haben vorhin geredet von, wir hatten Geld und so weiter. Mhm. Aber irgendwann kommt ja noch ein Moment, wo du komplett das broke bist. Ja, vor allem fast egal, wie viel Geld du davor hattest. Ja. Das ist auch das Problem bei Kokain. Also ich meine, du kannst ja am Abend locker 800 Euro ausgeben. Ja, aber manche Leute sagen ja, das ist so eine Reichensache. Also das ist völliger Bullshit. Mhm. Ich hatte ja nie viel Geld. Ja. Man kommt irgendwie, kommt man an Geld. Wie darf ich fragen, wie das bei dir, hast du Leute beklaut oder Dinge abgezogen, also im Sinne von irgendeiner Mission gehabt, wie du an Geld kamst? Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, aber gab es sowas? Ich gehe schon gern auch ins Detail, weil das die Vergangenheit ist und das ist ein Teil von mir so. Ich habe das getan, auch wenn ich das überhaupt nichts davon stolz bin so. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, ich war lange nicht unterwegs, nicht draußen, 2 Jahre ungefähr, sowieso Corona ging ja eh nichts und so, aber blablablub. Ich war vor ungefähr 3 Monaten das erste Mal auf einer Live-Veranstaltung mit zwei meiner ältesten Freunden, so. Und da habe ich dann jemand getroffen. Oh, oh. Auch der dich an was erinnert hat. Ja, da habe ich eine Dame getroffen, mit der ich früher zusammen war quasi und wir auch sehr eng waren. Sie war sehr auf mich fokussiert, ich auch sehr auf sie, also sehr auf sie und so. Und sie war dann irgendwann, ich habe sie da wieder gesehen, nach Jahren. So, ich wusste, sie ist Mama geworden und so, keine Ahnung was. Und habe sie dann angesprochen, meinte so, hey, wie geht's und so, und sie war so, oh, Schockstarre, wollte einfach nicht mit mir reden, so, okay, krass, so. Ich meinte so, ja, wenn du nicht mit mir reden willst, so, ist okay, und sie so, nee, und ist gegangen. Ich war so, hä, so krass, was jetzt los, so, ich hatte nichts, also kam nicht drauf, warum, so, dann war ich wieder bei meinen Jungs, da gestanden, sie war so in Sichtweite, ich dachte mir so, nee, ich muss wissen, was da los ist, bin ich nochmal zu ihr hin. Hab sie angesprochen, meinte, ey, so, sag mir, was, warum redest du nicht mit mir und so? Ja, du schuldest mir Geld. Ich war so, hä? Und sie so, ja, erinnerst du dich, du bist damals in deine Wohnung gezogen und du brauchtest 1500 Euro oder so für Kaution. So, die Kaution, also ich hab das halt direkt investiert, so, weißt du? Andere Geschichte, so, jetzt gerade hier klingelt auch mein Telefon zum Beispiel. Auch eine Person, die ich, die in der Zeit mit mir gewesen ist, auch eine Frau so. Und die hat zum Beispiel, ja, die, ich sag mal so, sie hat auch profitiert davon, dass ich in diesem Zustand war so und hat mich dann so bei sich gehabt. So. Das ist das, was mir im Nachhinein bewusst geworden ist. Aber unabhängig davon, hab diese Geschichten erfunden. Ich habe einfach erzählt, ich wurde entführt zum Beispiel von Leuten, so, weil die von mir Geld bekommen und ich brauche jetzt das Geld und dann hat sie mir Geld gegeben und ich habe das dann direkt reinvestiert und saß dann aber am Ende des Abends meistens trotzdem genauso, konnte ich mir nicht mal das Geld für ein Taxi nach Hause oder so, dann, weißt du, regnet es, du sitzt in irgendeiner Kneipe und musst dann irgendwie so 3 Kilometer nach Hause laufen. Wo du alles investiert hast. Also wirklich sehr, 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 also ich sag jetzt mal ehrenlose Sachen so aus meiner Sicht und wie gesagt, es ist meine Vergangenheit, ich habe das gemacht, ich weiß auch, ich habe auch viele andere positive und gute Sachen und dies und das, aber das sind halt Dinge so, wo ich sag, da, also, ja. Das ist ja die Sucht. Also, es ist ja einfach, die Sucht ist ja eben auch genau das Bezeichnende und deshalb haben wir ja alle diese Geschichten. Ja. Wir sind ja nicht alle böse Menschen oder krasse Lügner, sondern es ist einfach die Sucht so, die da einfach, die genau das mit einem macht. Wenn man abhängig ist, dann passieren diese Dinge. Das Lügen, ne, was du gerade sagst, das ist ja wirklich, das ist so ein großer Teil vom Sucht-Ich.
Du bist jetzt was, 4 Jahre clean, hast du gesagt? Also sechs. Oh, ja, genau, sechs. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Du weißt ja, wenn du die Sendung hörst, dass ich sehr darunter zu leiden habe, noch aktuell. Ja. Unter diesen ganzen Lügen wird es besser. Ja, man, und das ist auch das, was ich wirklich sagen will. So, also das ist mir auch voll wichtig zu sagen. So, man, also alleine, wenn man jeden Tag konsumiert, ne, dann denkt man ja so, also dann ist ja ein Tag nicht konsumieren schon voll der Riesenerfolg. Also so, ich habe schon 3 Tage nicht gezogen, so wow, so weißt du so. Und ich war früher auch so, dass ich immer so gezählt habe, wie lange ich schon clean bin und dies und das. Das ist alles irgendwann kein Thema mehr. Das, meine Nase, das ist kaputt, demoliert ist und du 2 Jahre schon clean bist, aber deine Nase immer noch wehtut und sonstige Sachen, so weißt du. Das geht nie wieder weg, ne? Irgendwann schon. Irgendwann eigentlich schon. Mhm. Also so für mich hat sich das alles so, ich habe kein Verlangen, Leute neben mir sitzen da, die ziehen sich dumm und dämlich, ich guck die an und denke mir so, nee, Alter, sorry, ich will einfach nicht so sein. Ja, das ist das eine, aber was meinst du mit der Vergangenheit? Das hört auf, das hört alles irgendwann auf, so natürlich gibt es Menschen, die halt trotzdem so wie die Dame vielleicht sagen, nee, ich will mit dir nicht reden, wobei ich jetzt auch rausgefunden habe, dass ihr Freund oder was auch immer da auch einen massiven Anteil dran hat, dass sie nicht mit mir reden darf, aber ich wette, wenn er nicht wäre, dann würde ich es auch hinbekommen, auch mit ihr einen versöhnlichen Weg zu finden, so, weißt du? Und klar, wenn Kinder und sowas im Spiel sind, das ist definitiv nochmal was anderes. Ich bin erst danach Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Dankeschön. Aber ich, also, wie soll ich das sagen? Ich finde, ja, okay, ist jetzt schwierig. Ich finde, man sollte, also, weißt du hast Scheiße gebaut, aber wer hat es nicht? So, weißt du? Und die Sucht alleine ist jetzt auch keine Entschuldigung, dass man sagen kann, alles, was ich getan habe, ich war drauf, so tut mir leid, so weißt du, nein, das kannst du auch nicht machen, aber das hört definitiv irgendwann auf, vor allem, wenn du dir selber anfängst zu verzeihen, so weißt du, so, sonst ich könnte gar nicht über sowas jetzt reden, dass ich irgendjemand Geld von irgendeiner Frau mir Geld geliehen habe oder meinen Partner irgendwie betrogen habe oder sonst wie was, so weißt du, wenn ich mir nicht selber verziehen hätte für diese Sachen, so und dann werden auch andere Leute dir verzeihen, weil was willst du jetzt machen? Dein Leben lang sauer sein? Und manche Leute werden trotzdem ihr Leben lang nicht mit dir reden. Damit musst du leben, Alter. So, das ist halt so. Ja. Also, das ist auch deren Recht. Ist auch okay. Das ist ja absolut, absolut. Aber clean sein lohnt sich. Das ist wirklich, also alles, was danach gekommen ist. Und ich war auch dann wieder, gerade während dieser Lockdown-Corona-Phase, so, ich bin selber, habe ich vorhin schon zu John gesagt, ich bin eher Live-Künstler. So, ich liebe es halt rauszugehen, auf der Bühne zu stehen. Und als das alles weggebrochen ist, ist 3/4 meines oder 2/3 meines Geldes weggebrochen, kommt am Ende aufs Gleiche hinaus, ist mein Geld weggebrochen, du hast ein Kind, was irgendwie, ne, Unterhalt, dies, das, keine Ahnung, Kita gebündelt, hier und da, Klamotten, Freizeitaktivitäten, ihr wisst selber, wie teuer das ist. Ja. Und du kannst es nicht mehr bezahlen. Bin ich wieder in ein Loch gefallen, so emotional, und war wieder so, wow, ich bin am Boden und dachte, Mann, was mache ich jetzt und wie komme ich da wieder raus und so, aber jetzt gerade zu diesem jetzigen Zeitpunkt bin ich so, ich fühle mich so stabil, so auch von innen heraus glücklich, Mann, so, weißt du, ich stand letztens nach der Arbeit, ich bin aufgestanden morgens um 7 zum Sport gegangen, die Sonne hat geschienen, bla bla, alles geil und Punkt, wo ich Feierabend habe, untergehe so und an meinem Auto stehe, regnet es wie aus Güssen, so und ich stehe so an meinem Auto, scheiß Zigaretten habe ich leider nie geschafft. Das ist eine schlimmste Sucht, finde ich, Alter. Das ist auch Wahnsinn, dass das überhaupt legal ist. Ich rauche eine Kippe und es regnet und regnet. Und ich merke, ich bin einfach happy die ganze Zeit. So. Ja, das ist schön. Und da habe ich mir gedacht, okay, krass. So, ey, mir ist egal, ob es regnet. Es ist egal, ob ich jetzt gearbeitet habe. Ich bin einfach von innen raus happy. So. Du bist auch vor allem bei dir. Voll. Und das ist halt so dieser Kampf. Also wenn man bereit ist, diesen Kampf aufzunehmen, das zu machen und da durchzugehen und diese Scheiße zu fressen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, so, ey, danach, es lohnt sich auf jeden Fall. So. Genau, wir sagen ja auch, holt euch euer Leben zurück. Ja, ja. Safe. Vielleicht noch kurz einen Satz, wie du es geschafft hast. Wichtig. Therapie, Selbsthilfegruppen, ganz alleine. Und, ja, wie war dein Weg ins cleane Leben? Also, wenn ich die Wahrheit jetzt sage, will ich damit niemanden dazu animieren, weil ich auch nicht glaube, dass das der richtige Weg ist. Was heißt der richtige Weg ist? Ja, wollen wir mal ausnahmsweise dabei bleiben? Nee, das Ding ist, ich habe 2016 ist ein guter Freund von mir verstorben, so. Und
Rest in Peace, basic an dieser Stelle. Er war etwas älter so als ich, so 7 Jahre ungefähr. Und aber trotzdem durch dieses Hip-Hop, durch diese Hip-Hop-Welt, er ist sehr jung geblieben, sehr kindlich, aber du hast ja trotzdem, wenn du älter bist, also mit den Jahren hast du ja gewisse Erfahrungen so. Und die konnte man ihm nicht absprechen. Das heißt, wenn ich so Fragen hatte, wenn ich Themen hatte in meinem Leben, dann konnte ich zu ihm gehen und er hat mir so Ratschläge gegeben. So. Und die haben fast immer, haben die mich weitergebracht. So. Er selber hat halt gar nicht konsumiert und war auch strikt dagegen, dass ich konsumiere. Da meinte man, steht nicht zu dir, das passt nicht, warum machst du das? Mach lieber Musik und hier und da und blablabla. Und ja, dann war ich mit ihm verabredet einen Tag. Er hat so eine Battle-Liga, du und deine Lions heißt die. Ist so eine Newcomer-Liga, so klein, weißt du? Und ich wollte da mal hingehen und mir das angucken. Dann kam, haben wir telefoniert, dann hieß es, nee, bla bla, geht nicht. Krankenwagen, irgendwas wurde, irgendwie Name wurde abgeholt. Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und ich war auch zu diesem Zeitpunkt noch richtig drauf noch. Ne? Und der ist dann, ich weiß nicht warum, aber ich bin nach Hause dann gefahren. Und hab geschlafen, also warum auch immer, so, es war aber am Tag, also ich bin so gegen 19 Uhr irgendwann aufgewacht und hatte eine Nachricht auf meinem Facebook, habe ich gelesen. Damals gab's noch Facebook. Damals war Facebook noch cool, von Mohi, der hat mir geschrieben und meinte, hey, hast du schon gehört, so, ich meinte, was denn, ja, Basic ist tot und ich war so, hey, was redest du, ich dachte so, ey, labert Scheiße, so, ja, so, bam, dann kurz rumtelefoniert, okay, er ist einfach so Herzinfarkt, so. Ach, krass. Hä, so, und ich bin zum schlimmsten Sumpf zu dieser Zeit, was diese Drogenkonsum, also maximal jeden Tag drauf mit morgens nach Hause kommen, in der Dusche, Embryostellung liegen und heulen und sagen, oh, ich zieh nie wieder und dann am selben Abend wieder im Taxi sitzend und ja, yeah, los geht's so. Also diese Phase halt so ganz schrecklich und ja, so er hat halt Herzinfarkt und ich bin immer noch am Start und das habe ich irgendwie nicht gecheckt und zu dem Zeitpunkt war ich auch so leicht ja, schon in die Richtung, wo ich mir manchmal gewünscht hatte, dass das so die letzte Line ist, so, weißt du? Also dieser Modus so. Ja. Und ja, dann war er halt tot. Dann war ein paar Tage später seine Beerdigung und ich war bei dem Homie zu Hause, da kommen wir wieder auf dieses Teppichthema zu sprechen. Mein alter Geschäftspartner, mit dem ich die Videos gemacht habe, der hat so einen Teppich, wo die Borsten so ein bisschen nach oben sind, weißt du, diese, so, und wir waren schon auf dem Modus so, da geguckt, so, es waren einfach so Farbdinger vom, weißt du, also diese Level, so. Was passiert aber, ich gucke in mein Portemonnaie rein und in so einer Spalte ist einfach so ein Briefchen drin und so vielleicht noch 03, 04 Stoff so. Aus nichts, so, weißt du, dieses, du suchst 100 Mal und findest halt einmal was. Ja. Und zwar genau in diesem Moment. Ja. So, und dann gezogen, bla bla bla. Es war so, glaube ich, 4 Uhr morgens oder sowas ungefähr. Und dann habe ich, ist mir auf einmal so Blitzgedanke, bruff, morgens Basics Beerdigung. So, ich druff bis hier oben und muss um 9 Uhr am Friedhof sein. Und ich habe es aber einfach verdrängt, vergessen davor. Ja, und dann habe ich meinen Homie reingehauen, hab ihm noch das Briefchen geschenkt, auf korrekt, wie man ja so ist, ne? Hier, kannst du behalten, guter Freund. Und bin nach Hause gefahren und hab dann Panikattacke bekommen im Bett und Krämpfe und geheult und war so einer auf, oh, alle Ausreden durchgegangen, so, ne? Man hat ja immer, wenn man Termine hat und drauf ist, dann, ne, ist man ja plötzlich krank oder. Ja, man geht nie hin, natürlich. Genau, und ja, da gab's aber keine Ausrede, so. Und dann war so, okay, krass, so. Und natürlich auch kein Geld mehr gehabt, wie es dann hat, ne? Ende des Abends, so, war ja klar. Dann morgens um 9 angezogen, also 8:30 ungefähr losgefahren. Meine feine Klamotten, feine Schuhchen, Anzug und so losgefahren mit Bus. Weiß noch, es hat geregnet. Musste laufen von da Das sind aber schlimme Momente, wenn man nicht geschlafen hat und dann früh los. Das ist also eine ganz furchtbare Vorstellung. Das war wirklich Absturz. Ja. Das war wirklich Horror. Und dann bin ich aus dem Bus raus, der M19 oder was das ist, der fährt da der Yorkstraße und also dein Friedhof ist da Mehringdamm, gegenüber von Curry 36 quasi, quer gegenüber. Ja. Aber der M19er hält hier vorne, wo früher Burger King war. Ich weiß nicht, was
So, das heißt, ich musste halt nochmal diesen ganzen Weg laufen, Regen und kalt und ekelhaft. Da läuft man auch nicht gern lang, wenn das Wetter nicht gut ist. Und das ist ja auch wie in einem Film zur Beerdigung, ja. Regen, bla, also ja, sorry, Wetter. Riesenabturn, ja, ist halt so. Und dann sehr windig auf die Ecke. Ach komm, ist die schönste Ecke in Berlin. Aber egal. Die Ecke, naja. Alter, im Burger King, Curry 36. Meringdamm da, beste, wirklich, Alter, was ist los? Ich okay. liebe Meringdamm. Okay. Jetzt ist genau mein Ding. Meringdamm, beste Ecke. Ja, ja. Lässt sich streiten, aber nein, ich auch. Nein, war meinst John ist einfach mal. War echt da habe ich meine ganze Jugend verbracht, Mann. Aber egal. Okay. Nee, gut, dann lass uns da mal eine Folge machen zu. Zum Meringdamm. Ja. Hä, zum Kalibar, Alter? Nein, egal. Das kenn ich nicht. Tutti Frutti. Ja, Tutti Frutti. Was für ein Übergang. Okay, ja, Tutti Frutti kann ich auch. Ja, ist doch egal. Aber es ist vielleicht ganz gut, dass es nicht so ernst. Am Ende ist es schon ernst, aber ich bin dann auf jeden Fall rübergelaufen. War natürlich erst um Punkt 9 Uhr da, so. Alle waren schon da. Ich musste dann rein in diesen Saal. Und ja, dann war da halt so ein Bild von ihm, was halt die Eltern, ne, ausgedruckt haben, ein relativ großes A3-Format ungefähr, kann man sich vorstellen. Und wie es ja immer bei Postern ist, diese Blicke, also von Leuten, wenn die in die Kamera gucken, die Blicke verfolgen dich ja. Ja. Also du gehst die ganze Zeit, egal wo du hingehst, dieser Blick guckt dich die ganze Zeit an. Und das war so ein Foto, ich kannte das nicht so, ne? Das war so privat und Unverschämtheit. Das war John am Mikro. Also wirklich, Mann. Wie viele Monate machst du das hier? Wirklich. Lass mich in Ruhe. Aber ich weiß, was du meinst mit dem Blick, ja. Auf jeden Fall war dieser Blick so nach dem Motto so, es war so ernst und so nach dem Motto, was machst du da? Ich habe mir das halt so eingebildet, ne? Und ich war halt doof bis hier oben und die Eltern haben schreien und weinen und das war eine schreckliche Erfahrung. Vor allem auch am Runterkommen, was ja ganz schlimm ist, ja. So wie gesagt, und alle Ausreden durchgespielt, aber es gab halt keine Panikattacken, alles gehabt, alles war durch und dann stehst du halt da so und er ist halt da und dann, weißt du noch, die haben den Sarg runtergelassen, die Mutter hat geschrien, diese Schreie werde ich niemals vergessen. Und da war so, ich habe dieses Bild angeguckt und habe gesagt, okay, ich höre auf. Ich schwöre, ich werde nie wieder ziehen und ich mache Musik. Oh, jetzt siehst du da. Karma, Digga, du hast Auge gelegt. Ja. Nein. Jetzt du. Willst du jetzt, oder? Nee, ich wollte einen Karma-Satz sagen, weil da fällt mir gerade, Karma is a bitch. Ja. Das ist dein Karma-Satz von Creative Hagen. Okay. Ja, krass, und dann ist das... Ja, und dann habe ich mir... War das der Moment? Ich habe mir da vorgenommen, nicht mehr zu ziehen und Musik zu machen, weil er immer gesagt hat, du musst Musik machen, deine Stimme, dies, das und so. Und ich habe gesagt, okay, jetzt ich ziehe es durch und mach keinen Dings, hör auf zu ballern und so. Und dann haben wir noch Silvester. Er ist ja so Ende Oktober gestorben und dann war Silvester. Ich habe einfach wieder gezogen. So. Aber von Oktober bis Silvester hast du es... Ich glaube, ja. Ich kann es dir nicht mehr hundertprozentig sagen, aber ich glaube, dass ich nicht gezogen habe, nicht konsumiert habe. Ich weiß aber nicht tausendprozentig. Ja. Ich weiß nur, dass Silvester gekommen ist und da ich noch irgendwie, ach, keine Ahnung, war ich auf so einer Party am Kudamm mit zwei anderen Homies und dann habe ich Nura getroffen von Sixten. Okay. Das war so eine... Grüße geht raus. Ja, Grüße gehen raus. Das war so ein fettes Industriegebäude, keine Ahnung. Und es war eigentlich richtig nice. Aber sie fing dann auf einmal an, mir von Dimi zu erzählen, also von Basic zu erzählen. Und meinte so, ja, warum warst du nicht auf der Beerdigung? Und so, ich war so, hä? So, du warst doch gar nicht da. So, was erzählst du mir denn? Und ich war selber, also jetzt no front gegen sie, sondern es war nur die Situation. Ja. Und ich war halt, dann wurde mir nochmal in die Fresse so gedrückt. So, du hast doch versprochen, ihnen sein Gesicht. So, was machst du hier? So, ich weiß, dann bin ich irgendwie Treppen runter, Treppenhaus, ich habe auch keinen Schuss gesagt, bin einfach reingehauen, so, Tür aufgemacht, so, muss mich mies übergeben, bin nach Hause gegangen, hab nächsten Tag meine Jungs geschrieben, mit den beiden, mit denen ich da war, mit denen ich auch am meisten konsumiert habe zu der Zeit, hab denen gesagt, ey, yo, ich bin raus, so, was ich ja schon 500 Mal geschrieben habe, so, meinst du, ey, ich bin raus, so, und die beiden waren so, ja, ich auch. Ah. Und das war sehr krass. Der eine hat auch bis heute nie wieder konsumiert, der andere ist leider irgendwann rückfällig geworden, aber mit dem anderen zusammen, der rückfällig geworden ist, mit dem habe ich quasi zusammen aufgehört. Warum ich jetzt gesagt habe, die Wahrheit sagen, ist, dass dann mit der Zeit habe ich angefangen, mit ihm zu buffen. So, ich habe ja die ganzen Jahre nicht, ich habe gebufft, dann habe ich angefangen zu ziehen, dann habe ich aufgehört zu buffen, habe dann gezogen und habe dann angefangen zu buffen, also mäßig Suchtverlagerung. Ja. So, und das hat dann gab es auch einen entscheidenden Tag, wo ich so meinte, ja, ist mir egal, scheiß drauf und so, komm, wir holen uns jetzt was. Und er meinte so, komm, wir rauchen jetzt erstmal ein. Und wenn du dann immer noch willst, dann können wir nochmal drüber reden. So, dann haben wir einen geraucht, dann saß ich in der Ecke, war alles ruhig und hab dann auch keinen Bock mehr gehabt. So, das war der Modus, aber jetzt habe ich vorhin auch schon zu ihm gesagt, so für mich ist es halt so,
clean ist für mich das Leben am geilsten so. Also es macht mir persönlich am meisten Spaß, clean zu sein. Und deswegen ist halt auch so Buffen jetzt gerade irgendwie kein Thema oder irgendwelche anderen Sachen so, sondern ja, alles gut. Was mit Alkohol? Oh nee, also Alkohol, mal ein Bierchen oder so, wenn überhaupt, aber das schmeckt dann auch nicht. Also ist auch ehrlich gesagt nicht so. Das heißt, du hast es komplett ohne Therapie geschafft. Ja, voll. Deswegen habe ich auch gesagt, eure sehr stark, ja. Durch eure Geschichten kam halt voll viel wieder hoch. Und das ist dann halt so auch eine krasse Form der Therapie für mich gewesen, und um nochmal da anzusetzen. Vielleicht hat mich das auch nochmal bestärkt, heute komplett auch auf Drogen, sag ich mal so, zu verzichten und zu sagen so, ey, ich will auch noch nicht mal kiffen oder sonst irgendwas, sondern einfach clean sein so. Ja, Mann. Sein. Na gut, einfach clean sein. Ja, Mann. Oder Haken? Ja, ist unfassbar, ne, wie viele Jahre es gebraucht hat. Also das, ich sag ja auch oft, also ich weiß auch nicht, ob ich es ganz alleine geschafft hätte, wenn ich mich meine Ex-Partnerin immer zur Drogenberatung geprügelt hätte, weil die Beziehung schon so kaputt war und ich sie auch so oft beklaut habe. Aber wir machen ja hier wirklich gut Werbung für die Drogenberatungsstellen und merken ja auch, dass es funktioniert. Und wenn man dann da mal sitzt, das erste Mal, und das ist ja so ein bisschen wie das Gefühl heute hier, man erzählt die Dinge, die man getan hat, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, jemandem anderem, weil man hat ja nicht die Wahrheit gesprochen und vor allem hat man nicht über sein Drogenproblem geredet, weil es die Sucht diskutiert dir das ja auch weg. Und dass man dann zum ersten Mal merkt, okay, krass, das ist eine Krankheit, und das hat mir sehr geholfen, ja, das zu wissen, dass es. Aber wie viele Jahre das gedauert hat. Klar, es war schwer, sich das einzugestehen. Das ist wirklich schwer. Deswegen, ja, immer gut, wenn man bei uns was hört. Und man muss nicht erst am Rock Bottom sein Leben ändern. Man sollte da auf jeden Fall nicht ankommen. Man kann das auch noch viel, viel eher machen, und dafür machen wir hier auch Werbung. Genau, reißt euer Segel rum. Genau. Ändert den Kurs. Denn der andere Weg endet im Tod. Ja. Kann man schon so sagen. Ja. Siehst du dich auch gefühlt als Überlebender? Ich meine, kennst du diese Momente, wo du denkst, dein Herz explodiert? Ja, klar, auf jeden Fall. Wo man dann fragt, so, zum Glück habe ich diese Nacht überlebt. Naja, wie gesagt, ich hatte auch oft Nächte, wo ich dachte, so, hoffentlich ist es jetzt die letzte, so, und dann ist es halt vorbei, so, weil. Wo du gedacht hattest, es wäre jetzt besser, wenn es vorbei ist. Voll, weil es halt einfach zu viel, der Pressure, wie gesagt, du hast so einen Berg an Schulden und weißt nicht wohin, und wie soll ich jetzt wieder rausgehen und den Leuten ins Gesicht gucken, und du warst ja mal der coole Typ, so, weißt du. Ich weiß nicht, Mann. Ja, aber auch allein die körperlichen Schäden, die Substanz anrichten kann. Nicht nur das Moralische und die Sucht, sondern ich meine, mein Freund Javad, mit dem ich eine Band gegründet habe, ist ja gestorben an einem Kokainrückfall. Und die Polizei hat nur 2 Kapseln gefunden. Also es kann halt auch eine Minimalmenge reichen, also für uns Süchtige minimal, in Anführungsstrichen. Gerade bei einem Rückfall vielleicht, weißt du? Also ich glaube, wenn ich jetzt rückfällig werden würde und so denken würde, ich könnte wieder so, also was wahrscheinlich so wäre, dann wieder so konsumieren würde, wie ich wahrscheinlich. Das will dein süchtiges Gehirn, das geht 90% der Leute so. Wird wahrscheinlich draufgehen, also safe. So. Aber deswegen, also, weiß nicht. Rick James, dieser Dave Chappelle, Rick kennt James, ihr den? Bitch. Ja, genau. Klar. Cocaine is a hell of a drug. So. Es ist einfach so. Also, es ist einfach dieses Schleichende, wie lange das dauert, bis du es checkst, bis alles noch cool ist und Spaß macht und so, dabei, wie ich vorhin so gesagt habe, du bist da schon längst am Arsch, so, und das ist halt das Ding, so, das. Das ist eine ganz, ganz hässliche Fratze, das ist wie Mephisto in Faust. Also du hast so einen Deal, du bist so einen Deal eingegangen bei deinem Erstkonsum. Ja, ne? Du bist irgendwie so einen Deal eingegangen mit dem Teufel, und dann irgendwann ist Payback. Ja. Also für die lustigen, lass es 20 Monate sein, wo was wirklich okay ist, habe ich 14 Jahre in der Hölle bezahlt. Zahlt viele Jahre, Was ja nicht heißt, dass man nach 20 Monate konsumieren darf und dann wieder aufhören. Nee, genau. Das ist auch da nicht okay. Probier es aus. Funktioniert halt nicht. Ne? Ja, nee, also nicht, wenn man sich der ganzen Sache nicht bewusst ist, und ich war mir dessen ja nie bewusst, und auch ein Grund, warum wir wirklich diese Sendung machen, weil man kann ja trotzdem nach den 20 Monaten, dann hat man vielleicht ein paar Monate, wo man schon merkt, irgendwas hat sich verändert. Und durch unsere Schilderung, also Dank auch für dein Teilen heute, kann man vielleicht sich selbst
in dieser Timeline zu einem Zeitpunkt entdecken, mhm. an dem man es schon lassen kann. Von daher, ja. daran will ich arbeiten, ja, John. Wann auch immer ein offenes Fenster kommt, um sich umzuentscheiden. Genau, aber es gibt ja Möglichkeiten. Ja. Aber mir war das überhaupt nicht klar, Mann. Ich habe mich wirklich, hatte wirklich nie die Erkenntnis, ich habe ein Drogenproblem bis vielleicht im 12. Jahr oder so. Hm. Ne? Ja. Und wir haben vorhin von Jahr 4 geredet, wo ich mein Handy verkauft habe. Es war immer noch kein Issue für mich, ja, dass das hier ein Problem ist. Leider reicht ja selbst die Erkenntnis oft nicht. Ich hatte die Erkenntnis schon krass früh und trotzdem machst du ja also ein bisschen. Ja, weil der Teufel halt einfach, ja, wie sagt man, unser frontaler Kortex wurde auch viel überbrückt. Ja. Ach du und dein frontaler Kortex. Ja, liebe Grüße an Shantima. Liebe Grüße an deinen frontalen Kortex. Danke fürs Teilen. Ey, danke für eure Sendung. Jetzt kommt Hagen grüßt. So. Möchtest du den grüßen? Also, ich? Ja, wir addieren zu Hagen grüßt, Kwame grüßt heute. Ja, also ich grüße natürlich John. Und Hagen. Oh ja, danke. Gut. Die Person, die mir den Podcast gezeigt hat. Und ich grüße meinen Bruder Matze, auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Matze. Auf jeden Fall. Ah, Peter kommt. Peter, grüße ich auch. Der Kleine, genau, wir grüßen auch alle noch Peter. Das lassen wir wie immer drin. Das sollen wir drin lassen, oder? So, wenn Yannick. Wenn Peter mit Trippelschritten hier hochkommt. Ja, ja, mach. Yannick hat mir geschrieben. Hallo Hagen. Schöne Grüße an euch beide und großes Lob für den tollen und anregenden Podcast. Bitte grüße doch meinen Freund Michael aus Köln. Er hat mir diese Audioperle gezeigt. Danke dafür. Also, liebe Grüße. Diese Audioperle, das ist ja wundervoll. Schön, ne? Ja. Lennart hat mir geschrieben. Lieber Hagen, ich würde gerne John grüßen. Dankeschön. Und mich auf diesem Weg noch einmal bei ihm bedanken. Ah, ich hatte euch vor einigen Monaten auf den Account vom Podcast geschrieben mit der Frage, wie man dieser Lüge des Suchtgehirns, es war doch gar nicht so schlimm, trotzen kann. Ich weiß nicht, ob er sich erinnert, aber er hatte mir darauf zunächst geantwortet und später noch ein Gedicht nachgereicht. Ich erinnere mich sehr gut. Ja. Ah, okay. Welches mir bis heute sehr viel bedeutet und wozu unser Austausch die Inspiration gewesen sein soll. Ja, ich habe es extra für dich geschrieben tatsächlich. Ja, unfassbar, ja. Du bist ein toller Kerl. Noch kämpfe ich mit meiner Sucht, aber ich habe seitdem einige Fortschritte gemacht und das unter anderem dank euch beiden. Liebe Grüße und bleibt sauber. Wow, was für eine süße Geschichte und was für ein süßer Kerl du bist, John. Hätte ich jetzt noch dein Neues. Ich finde gut, du hast die kreative Gedichtphase wiederentdeckt. Du hattest ja mal ein paar Wochen Pause. Ja, hatte ich. Und es find's schön, dass du wieder schreibst. Das ist cool. Ich werde auch gleich eins vortragen, aber erstmal deine Gruß-Action. Ja, da machen wir nochmal einen Jingle auch für, oder? Also, ja. Janina hat mir geschrieben, lieber Hagen, ich wünsche dir und John ganz viel Zuversicht und Kraft auf eurem Weg. Ihr seid eine Inspiration für viele da draußen. Dankeschön. Danke. Würdest du in der nächsten Folge bitte meine Freundinnen Nancy und Leonie grüßen, die mir diesen wertvollen Podcast empfohlen haben? Bleibt sauber und alles Gute, Janina. Ja, liebe Grüße gehen raus, John, an Nancy und Leonie. Ja, rausgehen sie. Lisa hat mir geschrieben. Hey Hagen, ich würde gerne meinen Freund Gertschi aus Österreich grüßen lassen. Grüße gehen raus. Er ist clean, seit er begonnen hat, euren Podcast zu hören. Oh nice, herzlichen Glückwunsch. Unser Herz geht auf. Ich bin sehr stolz auf ihn und weiß, dass es ihm sehr viel bedeuten würde, wenn ihr diesen Gruß vorlest. Danke, dass es euch gibt. Also, lieber Gertschi, du machst das ganz toll. Bleib weiter clean. Hol dein Leben zurück. Und John, ich und Kwame senden dir ganz, ganz viel Kraft auf deinem Weg. Auf jeden Fall. Karim und Floki haben mir geschrieben. Hey ihr beiden, wollte nur sagen, dass ich euch echt gerne höre und ihr mich mit euren Lieben authentischer Art immer aufmuntert. Außerdem würde ich gerne Emma grüßen und ihr sagen, dass auch wenn wir gerade keinen Kontakt haben, ich sehr froh über unsere gemeinsame Vergangenheit bin und sehr happy bin, dass wir durch Floki immer daran erinnert werden. Liebe Grüße, Karim und Floki. Mhm. Vanessa hat mir geschrieben. Hey Hagen, würdest du bitte Claudi von mir grüßen? Und zwar ist Claudi eine tolle Freundin und ich bin froh, dass ich sie habe. Liebe Grüße, Vanessa. Liebe Grüße. Also Claudi, gut, dass du da bist. Ja, absolut. Habe ich auch gerade gedacht. Susanne hat mir geschrieben. Ach ja, ich würde mir sehr wünschen, dass du meinen Sohn Linus, der mich auf euch aufmerksam gemacht hat, grüßt. Ich habe ihn lieb und bin überzeugt, dass er es schaffen kann, was er sich vornimmt. Danke, Susanne. Also Linus, auch da anscheinend gilt es, Kraft zu schicken. Hol dir dein Leben zurück. Oh ja. Du bist nicht allein und es lohnt sich.
Jasper hat mir geschrieben. Moin Hagen. Ich würde mich darüber freuen, in der nächsten Folge von dir und John grüßt zu werden. Ja. Jasper? Mama, John. Grüße gehen raus, Jasper. Und an die Zuhörer. Ah, auch eine Message nach draußen. Mal gucken. Mir geht's gut. Sauber sein ist ein Traum und lohnt sich. Dem schließen wir uns an. Auf jeden Fall. Und noch eine Nachricht an euch. Mich würde es freuen, wenn ihr häufiger positive Sachen über das saubere Leben berichtet. Oft sind es nur die kleinen Dinge. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich plötzlich wieder so richtig lachen kann. Ja, das stimmt. Ja. Also das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Wir können mal eine Folge drüber machen. Richtig. Genau, machen wir mal eine Folge drüber. Ja. Können wir eine ganze Folge machen, weil mir ist aufgefallen, tatsächlich, als ich das gelesen habe, wir haben die letzten Wochen und vielleicht sogar zwei Monate, gerade ich vielleicht auch, sehr viel in der Vergangenheit festgehangen und zu wenig betont, was eigentlich jetzt das neue Leben auch beinhaltet. Ja, wir haben eine Mission. Okay. Danke für den Hinweis und das mit dem Lachen, da kann ich mich anschließen. Ja. Also man kann jetzt wirklich, kannst du auch was dazu sagen? Emotionen? Ist alles wieder da? Voll, ist ein gutes Thema auf jeden Fall. Also, finde ich eine geile Folge. So, also, wie gesagt. Ist kein Vergleich, nicht zu vorher. Naja, es macht einfach Spaß. Du kannst halt auch einfach wieder rausgehen ohne Paranoia. Ja, so. Alles Positive und wird so halt weiter. Besser. Voll. Ja. Last but not least, Maxi hat mir geschrieben. Hey ihr zwei, ich habe einen guten Freund von mir eurem Podcast empfohlen, der lange Cannabis-abhängig war und jetzt seit einem halben Jahr clean ist. Nice. Oh mein Gott, auch ganz herzlichen Glückwunsch und danke, dass du uns das mitteilst. Er ist absolut begeistert von eurem Podcast und es tut ihm sehr gut, euch zu hören. Ich würde Roman, so ist sein Name, gerne grüßen. Ich bin ganz stolz auf dich, dass du dich für diesen Weg entschieden hast und es dir nun viel besser geht. Du bist auf dem richtigen Weg und bleibst für immer mein kleiner Basketballcoach. Kuss auf die Nuss, Maxi. Also Grüße gehen auch von uns raus und ja, Kuss auf die Nuss. Das war mal wieder. Hagen grüßt. Ja, sehr schön. Immer wieder schön, wie du grüßen kannst, Hagen. Wirklich eines deiner großen Talente, muss man sagen. Kannst du auch, glaube ich, viel besser, seitdem du clean bist, oder? Das ist eine dieser positiven Total. Dinge. Ja, also mir geht wirklich das Herz auf. Ich muss das auch nochmal betonen, das ist jetzt kein Eigenlob, sondern es ist unsere Rache an der Sucht. Ja. Es geht hier um Fick dich Sucht. Auf jeden Fall. Und wenn wir Mephisto-Leute entreißen können, dann ist das großartig. So. Ja. Und das machen nicht nur John und ich und alle, die diese Sendung hier, der Sendung helfen, sondern das machen wir alle zusammen. Ja. Das ist wie eine Armee. Genau. Wir sind eine große Sucht- und Süchtig-Gruppe, die jeden Tag wächst und wir sagen, fick dich Sucht. Und dass man hört, dass das funktioniert, das ist für uns alle schön und auch für alle, die auch hören. Und alle, die auch hören, haben einen Anteil daran. Ja, dass absolut. Leute schaffen und sich ihr Leben zurückholen. Und das macht mich sehr glücklich. Ja, auch was man über die Grüße halt immer hört, ne? Von den ganzen positiven Geschichten. Ich denke, das kann jeden da draußen inspirieren, so einfach auch anzupacken, aufzustehen, loszugehen. Ja. Ey, wir haben eine neue Kategorie und auch einen neuen Jingle. Und jetzt kommt John reimt. Ja, willkommen John reimt. Ja, willkommen John reimt. Ich werde es wieder unkommentiert lassen. Ich lese jetzt einfach mal vor. Die Nacht vergeht, blass regiert die Stille meine Gegend. Ich taste mich von Pfad zu Weg und suche nach einem Leben. Die Wesen, die ich sehe, waren damals freie Seelen. Aus Kindern wurden Wunden eingesperrt in kalter Leere. Wie lange Finger hangeln Sonnenstrahlen durch den Dunst, brechen Schatten auf, wir wachen auf und suchen stumm nach uns. Der Rausch lässt nach, der Schweiß bleibt zäh, das Herz so leer wie kalt. Ich taue auf, doch baue ab, verdammt, ich werde alt. Doch wird mir klar, dass es sich lohnt, verscheuche die Dämonen und finde mich und lad mich ein, ab jetzt in mir zu wohnen. Stark. Dankeschön. Ja, genau. Das war. So belassen wir das war John reimt. John reimt. Wir haben eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig, Quame. Und unser Gast darf Songs addieren. Dann schieß mal los, was du da hast. Und vielleicht. Vielleicht warum, nehmen wir es ja auf. Nein, machen wir ja. Und warum dir die Songs was bedeuten? Moment. Machst du gleich rein, dann Hagen? You doing it? Wunderbar. Ja, nicht jetzt live, aber ich mache es am nächsten Donnerstag rein, wenn die Folge erscheint. Ja. Also bei euch ja heute. Also. Was kommt morgen? Ja, wir machen gleich auch noch einen Song, ne?
Also ich spiele ein Beat auf dem und du kannst ja was freestylen, Quamme. Vielleicht macht John heute mal mit. Aber du hast letztes Mal auch mitgemacht, fand ich gut. Ja, aber heute stehe ich wieder nur da. Achso, okay. Naja, okay. So, wie sieht's aus? Natürlich nehme ich an dich auf jeden Fall, natürlich. Was ist mein Abschiedsbrief quasi an diese Substanz. Sehr guter Track. Kokain. Vielen Dank. Und dann, von dir selber. Ja, genau. An dich von Kwame 65. Yeah. Yeah. Wird addiert? Genre ist ja vollkommen egal, oder? Genau. Klar. Dann habe ich noch ein Lied, das ich mit meinem Sohn höre. Warte, wo finde ich das? Das ist von Burna Boy und Black Sheriff. Aber ich weiß nicht den Namen. Oder? Ah, Second Sermon heißt der Track. Remix. Wird addiert. Und eigentlich würde ich auch voll gerne von Eric Clapton Kokain dazu fügen, aber ist das schon drin? Nee. Nee, ich glaube auch nicht. Nee. Never. Ist das ein auch ein Abschiedsbrief an Kokain quasi? Ich weiß gar nicht, oder verglorifiziert Clapton, das glaube ich nicht, wahrscheinlich nicht. Nee, er sagt ne? Ja so, ne? Er sagt ja, sie lügt nicht. Ich weiß nicht. Die Lyrics gerade nicht. So, er sagt, she don't lie, Kokain, so, ne? Das ist halt, ja. Ja, machen wir. Aber falls nicht passt, ich kann auch was anderes schicken. Das ist, ich check nochmal die Lyrics, ob sie nicht Kokain verherrlichen, weil das würde ich jetzt ungern machen. Aber ich hab's nicht im Kopf. Aber natürlich kenne ich das Lied, aber wenn Clapton dort kritisch sich mit Kokain auseinandersetzt, dann wird es addiert. Yes. Also klar, also ich will hier, da gehe ich jetzt auch mal von aus. Möchtest du noch was hervorheben? Du hast auch was addiert, John? Ja, ich weiß wieder nicht mehr genau, was. Ja, das stimmt. Ich glaube. Lass mich mal ganz kurz sagen. Dass alle hier in den Handys gucken müssen, um Songs auszuwählen. Ja, aber ich werde es schon noch mal kurz gucken. Stimmt, ich habe irgendwas addiert. Eine coole Electronic Swing Orchestra Version von Clint Eastwood von den Gorillaz, was echt ganz geil ist. Hat auf jeden Fall so einen guten Vibe. Ich mag ja immer so ein bisschen so orchestrale Versionen von bereits bekannten Liedern. Und gerade wenn da irgendwie so was aus dem Hip-Hop-Rap-Bereich gecovert wird auf entspannte, swingige Art und Weise, dann freue ich mich darüber sehr. Sehr gut. Ich habe addiert die zwei Songs, die Olli Schulz mir gewidmet hat. In der letzten Fest- und Flauschig-Folge hat Olli zwei Songs in meine Richtung auf deren Playlist Fidi und Bumsi addiert. Und zwar das zwei Songs von Colin Hay, Beautiful World und Waiting for My Real Life to Begin. Und ich muss sagen, ich kannte beide Songs nicht und habe sie gehört und war sehr emotional ergriffen und habe sie jetzt somit auch auf unsere Playlist gesetzt. Und nochmal vielen lieben Dank an Olli, dass er das gemacht hat. Unfassbar. Dann sind wir am Ende dieser Aufnahme heute. Darf ich auch sagen, ja. Vielen Dank nochmal, Carmen. Ja, sehr gerne. Danke, dass du unser Gast warst. Danke fürs Teilen. Ja. Das kann man nicht oft genug sagen. Und unser Gast darf den berühmten Knopf drücken. Drückst du ihn? Let's go. Wunderbar. Nice. Ja, falls ihr weiterhin, also falls ihr im Konsum steckt oder Leute um euch herum im Bekanntenkreis habt, die konsumieren und euch Sorgen macht, dann besucht bitte entweder selbst eine Drogenberatungsstelle oder schleppt die Leute, um die euch Sorgen macht, dahin. Es ist der richtige Weg, es ist ein wichtiger Weg und es ist auch fast das Einzige, was wirklich nachhaltig hilft. Ja, besucht professionelle Stellen auf, besucht Selbsthilfegruppen und am besten, ihr geht in Therapie, meldet euch dafür an. Der Weg dahin läuft auch über die Drogenberatungsstelle. Da gibt es in jedem Ort eine. Und wir können euch alle ganz stark ans Herz legen, sich Hilfe zu holen, weil alleine ist es sehr, sehr schwer. Und es gibt die Hilfe, es gibt die ausgestreckten Hände, die auf euch warten. Ergreift die und geht den richtigen Weg und werdet clean. Ich will noch sagen, dass wenn jemand in eurem Umfeld ist, der von dem ihr glaubt, dass er ein größeres Problem hat und er euch die ganze Zeit anlügt, dann denkt immer daran, dass er immer noch ein Mensch hinter der bösen Fratze der Sucht ist und dass er wahrscheinlich lügt und lügt und lügt, aber im Grunde nicht mehr weiter weiß. Und dann ist es auch in Ordnung, denjenigen mal zu konfrontieren mit der Wahrheit und ihn noch mal zu spiegeln. Das kann man schon mal machen. Auf jeden Fall. Also Liebe hilft alleine nicht, aber Liebe kann der Beginn der Änderung sein und manchmal müssen die Leute auch hören,
was sie eigentlich mit anderen machen. Das wollte ich auch nochmal aussprechen. Das, weil mich in vielen Nachrichten das gefragt wurde, wie kann ich es adressieren? Gibt es da ein richtig und falsch? Gibt es natürlich nicht, aber man kann den Leuten mal sagen, was sie eigentlich im letzten Jahre, Monate machen. Und es kann nicht sofort vielleicht zu einer Verbesserung führen, aber es kann helfen, dass man vielleicht mal wieder Kontakt mit dem Menschen hinter der Sucht aufnehmen kann. So. Ja. Und verschickt auch gerne diesen Podcast, wenn ihr euch nicht traut, mehr zu sagen. Ist ja auch ein Hinweis. Hör da mal rein, ja. Ja. Vielleicht betrifft es dich ja. Ja, ja. Genau. Dann verbleiben wir. Bleibt sauber. Bleibt sauber. Auf Wiedersehen.